Wir steigen jetzt erstmal ein in die Debatte zum Einzelplan 09, Wirtschaft und Klimaschutz. Und am Pult ist Andreas Mattfeld, wie wir eben schon gehört haben, Berichterstatter seiner Fraktion für diesen Einzelplan. Erkannt haben, und dass Sie eine massive Umsteuerung, Ihres Etats und des Klimatransformationsfonds hin zu Wirtschaftswachstum, hin zu Wirtschaftsstabilität vornehmen. Leider, meine Damen und Herren, muss ich feststellen, dass Sie gerade in diesen notwendigen Bereichen nur ganz, ganz wenig, fast schon homöopathische Veränderungen vorgenommen haben. Und es scheint, Herr Habeck, für Sie steht nur Klimapolitik im Fokus. Und dabei habe ich doch häufig den Eindruck, auch wenn ich Sie anschaue, dass Sie nahezu körperlich den massiven Wirtschafts- und Wohlstandsverlust in unserem Land spüren. Sie nehmen diesen aber in Kauf, weil Ihre vermutlich jahrzehntelang antrainierte ideologisch grüne DNA auf Ablehnung von Industrie, auf Ablehnung von Handwerk und vor allen Dingen auf Ablehnung von Hochtechnologie ausgerichtet ist. Und damit, Herr Habeck, da meine ich nicht nur den Weiterbetrieb der dringend benötigten Kapazitäten der Kernkraftwerke über den April hinaus. Sie fördern, und das sehen wir ganz deutlich in diesem Haus, lieber das Lastenfahrrad anstelle der so wichtigen Arbeitsplätze in der Hochtechnologie, wie zum Beispiel der maritimen Wirtschaft. Sie setzen die Axt an bei der für den Export so wichtigen Außenwirtschaft, und Sie kürzen in nachgeordneten Bereichen, die gerade für die Wirtschaft nahezu vielfach schon als Dienstleister von besonderer Bedeutung sind, massiv. Sie kürzen zugunsten Ihrer grünen Ideologie nahezu in allen Bereichen mit Ausstrahlung auf Forschung, mit Ausstrahlung auf Bildung, mit Ausstrahlung auf Arbeitsplätze der Zukunft und auf neue Branchen. Und Herr Habeck, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Sie gefährden somit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und viele in den Medien, die geben in diesen Tagen ja das Wort raus von der Deindustrialisierung unseres Landes. Ich will gar nicht so weit gehen, Ihnen das zuzutrauen, aber ein bisschen Kern liegt darin schon. Und dabei merken Sie doch schon, wie verzweifelt die Menschen, wie verzweifelt vor allem auch die Unternehmen in unserem Land sind. Fachkräftemangel, Rohstoffmangel, Inflation, Energiepreise, abreißende Lieferketten lassen doch unsere Wirtschaft und lassen auch die Menschen von Tag zu Tag nervöser werden. Sie reagieren hierauf. Sie reagieren hierauf nahezu immer zu spät. Und vor allen Dingen reagieren Sie falsch, meine Damen und Herren. Und das mussten wir leider leidvoll auch bei diesen Haushaltsberatungen gerade im Bereich der Energiepolitik mehrfach erleben. Herr Habeck, es wäre klug gewesen, dass Sie sich dem Paket der Union für Wirtschaftswachstum und Fachkräftesicherung nicht komplett verschlossen hätten. In all den Jahren, zumindest unserer Regierungszeit, haben wir als Union gerade für Ihr Haus, dort, wo auch Ihre grüne Fraktion, die FDP, Anträge eingebracht hat, diese immer mal wieder gemeinsam auf den Weg gebracht. Gerade auch, weil es mir ganz persönlich wichtig war, nach außen zu dokumentieren, dass Demokraten doch mehr Gemeinsamkeiten als den Trennendes haben. Dass Sie diese geübte Zusammenarbeit jetzt komplett eingestellt haben, das zeigt mir zumindest, dass Sie ausschließlich auf Trennung als denn auf Verbindendes aus sind. Wir als Union, wir sehen das anders, und deshalb haben wir zahlreiche Anträge, die wir von Ihrer Seite für nachvollziehbar gehalten haben, zugestimmt. Sie hingegen haben alle, aber wirklich alle unsere Anträge nahezu abgebügelt. So wollten Sie keine 195 Millionen Euro für handwerkliche Berufe in unterschiedlichen Programmen freimachen. Damit wollten wir gerade den jungen Menschen im Handwerk doch signalisieren, welch einen besonderen Stellenwert ihre Ausbildung für unser Land hat. Von der Ampel abgelehnt. Nicht mal die Nachnutzung der ausgeförderten Gasfelder durch Geothermie wollten Sie mitmachen. Oder unseren Antrag zu den erforderlichen 1,4 Milliarden Euro für die Raumfahrtindustrie, damit wir bereits in diesem Haushalt unsere nationalen und internationalen Verpflichtungen klar abbilden. Wir wollten und wollen diese Hochtechnologien an deutschen Standorten, und ich darf das auch sagen, wir hatten erst die Ministerratskonferenz, wir wollen die Artemis-Mondmission, um gemeinsam mit den Amerikanern deutsche Astronauten auf den Mond zu entsenden. Denn gerade die Artemis-Mission, meine Damen und Herren, die ist wichtig, um auch junge Menschen für zukunftsweisende Hightech-Berufe zu begeistern. Denn eines, Herr Habeck,
Ich glaube, da müssten wir häufiger mal drüber reden. Das dürfte aber klar sein. Nur mit Gender-Studenten, nur mit den Ihnen sehr nahestehenden Klimaaktivisten, da bauen Sie in unserem Land nicht eine Wärmepumpe ein. Und an einer Stelle, Herr Habeck, und das möchte ich ausdrücklich an Ihre, Stelle und auch an Frau Dr. Christmann sagen, da erkenne ich es ausdrücklich an, dass wir bei der Vorbereitung der ESA-Ministerratskonferenz zur Raumfahrt intensiv gesprochen haben und dass wir diese Konferenz gemeinsam vorbereitet haben. Es war immer gute Tradition, dass wir zumindest bei internationalen Aktivitäten überfraktionell handeln. Und deshalb danke, dass Sie die von uns in den Blickpunkt in der Vergangenheit gerückten Projekte jetzt fortführen, dass Sie auch unsere Vorschläge wie ExoMars, die Ariane-Rakete mit einem selbstständigen europäischen Zugang zum All und die Artemis-Mission dann doch noch mitgetragen und dass Sie diese gezeichnet haben. Dennoch abschließend zum Schluss mein Rat, Herr Kollege Habeck, nehmen Sie den Bereich Wirtschaft im Namen Ihres Ministeriums ernster, denn es sind gerade die Menschen in Industrieproduktion und Handwerk, die den Karren in unserem Land ziehen. Diese Menschen wollen auch in Zukunft in ihren Unternehmen anständig Geld verdienen und nicht durch eine realitätsferne Politik ihren Job verlieren. Herzlichen Dank. Andreas Mattfeld war das in der Debatte über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz, der hier jetzt diskutiert wird. Und in dieser Debatte spricht jetzt Dieter Janicek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, unser Berichterstatter Felix Banaschak kann heute aufgrund eines sehr erfreulichen persönlichen Umstandes nicht an der Debatte teilnehmen. Deswegen nehme ich das heute in die Hand, auch zu danken den HaushälterInnen für die umfangreiche Arbeit der letzten Wochen und Monate, diesen Regierungsentwurf zu verbessern und 790 Millionen Euro umzuschichten. Übrigens, Herr Mattfeld, in Richtung der Zukunftsinvestitionen. Und ein Vorschlag, der von Ihnen kam, war ja zum Beispiel, den internationalen Klimaschutz zu streichen. Das ist natürlich kein Beitrag für Zukunftsfähigkeit, ganz im Gegenteil. Wir haben die Bereiche Klima und Energie mit 420 Millionen Euro zielführend gestärkt und ausgebaut. Auch beim Bereich der Digitalisierung mit 370 Millionen Euro Innovation und Stärkung zur Resilienz ausgegeben. Wir zeigen mit diesem Haushalt, in der Krise wollen wir in die Zukunft investieren. Innovation ist jetzt das Leitbild, was wir brauchen, denn nur so kommen wir entschlossen aus der Krise mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, entschlossener Digitalisierung, und das trägt diesem Haushalt Rechnung. Ich warne auch davor, Herr Mattfeld, und das erlebe ich in den letzten Wochen sehr intensiv, dass die Union unseren Standort schlecht redet. Wir haben ein schweres Jahr aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Aber wir haben auch gemeinsam hier im Parlament vieles auf den Weg gebracht. Ich erinnere jetzt an die Beratung akut zur Gas- und Strompreisbremse. Die Gasspeicher sind voll, die Preise gehen nach unten. Wir haben Investitionssicherheit geschaffen in den letzten Wochen und Monaten. Daran müssen wir festhalten und sollten nicht den Standort schlecht reden in einer solchen fragilen Phase. Wir haben uns auch Zukunftsthemen angenommen. Ich sehe unsere Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann. Vielen Dank, dass die Bundesregierung auch 4 Milliarden Euro jetzt auf der ESA-Ministerratskonferenz eingebracht hat, dass wir hier diesen wichtigen Bereich auch entschlossen stärken. Auch das, um das Thema noch zu erweitern, auch für die GRACE-Klimasatelliten haben wir 134 Millionen für die Anschlussmissionen auf den Weg gebracht. Das ist auch ein wichtiger Meilenstein für die Klimaforschung. Also Sie sehen, wir kümmern uns intensiv um die Bereiche, die uns aus der Krise rausführen. Krisenbewältigung ist dieses Jahr, aber es geht jetzt entschlossen darum, Sicherheit, Zuversicht zu schaffen fürs kommende Jahr. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Ein Thema, was uns sehr umtreibt, ist das Thema wirtschaftliche Souveränität. Wir geben über 879 Millionen Euro für die Mikroelektronik aus im Rahmen der IPCEI-Programme. Das heißt, wir wollen den Standort Deutschland, Europa, das betone ich ganz besonders, wir müssen ja europäisch denken, stärken. Das heißt, europäische Souveränität ist deutsches Interesse, und auch das bildet sich in diesem Haushalt ab. Der Einzelplan 09 hat ja den Mittelstand als einen besonderen Fokus. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind uns ein besonderes Anliegen hier. Die industrielle Gemeinschaftsforschung haben wir mit 20 Millionen Euro gestärkt. Und natürlich ist es essentiell, dass wir jetzt auch den Mittelstand bei der Transformation stärken. Deswegen freue ich mich sehr, dass es auch gelungen ist, ein Transformationsprogramm für Klein- und Kleinstunternehmen im Wert von 100 Millionen Euro auf den Weg zu bringen. So können zum Beispiel dann Bäckereien, Metzgereien,
ihre Prozessenergie umstellen. Das ist sehr wichtig für unsere Zukunft. Es ist ein schwieriges Jahr für uns alle. Ich glaube, mancher freut sich, wenn das Jahr vielleicht auch vorübergeht. Aber wir wissen, das nächste wird nicht unbedingt leicht. Ich will trotzdem auch Danke sagen. Bei all den Streitigkeiten, die wir hier im Parlament hatten, haben wir auch vieles gemeinsam bewerkstelligt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir gemeinsam den Weg nach vorne suchen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, er ist nicht überwunden. Die Menschen dort leiden. Wir investieren hier. Wir schaffen Sicherheit, auch soziale Sicherheit. Wir werden das Thema Fachkräfte in den Fokus nehmen in den kommenden Wochen und Monaten. Auch das ist sehr wichtig, dass wir hier vorankommen. Aber es bleibt essentiell, dass wir in europäischer Gemeinsamkeit investieren, dass wir Sicherheit schaffen. Und das legen wir mit diesem Haushalt, mit diesem Einzelplan 09 vor. Ich danke Ihnen. Dieter Janicek war das, der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner hier wird Wolfgang Wiele sein aus der AfD-Fraktion. Und das gibt mir die Gelegenheit, schnell noch mal was zu sagen zu der Einlassung von Stefan Brandner vorhin in der GO-Debatte. Der hat ja dagegen sich ausgesprochen, dass das Bürgergeldgesetz hier noch mal diskutiert und vor allem auch abgestimmt wird, weil er gesagt hat, die Haushaltswoche habe doch da unbedingt einen Vorrang. Da müssen wir mal erinnern an gestern Nachmittag. Da hat der Bundestag nämlich beispielsweise über das Energiesicherungsgesetz abgestimmt, über die Energiepreispauschale für Studierende und über die Lkw-Maut, also entweder abgestimmt oder den Gesetzentwurf eingebracht. Da gab es übrigens keinerlei Einwände seitens der AfD-Fraktion. Das wollte ich zur Gesamtwahrheit und zum Gesamtbild noch beitragen. Und jetzt hören wir Wolfgang Wiele zu. Eine Kugel Eis im Monat. Und dass Deutschland sich besonders reinhängen müsse, damit die restlichen 98% der Welt folgen. Das verbreiteten Sie, Herr Minister Habeck, kürzlich auf Instagram. Diese Geschichten sind eine gefährliche Mischung aus Selbstüberschätzung und Selbstbetrug. Die ideologische Energiewende hat uns vom Gas in gefährlicher Weise abhängig gemacht. Denn mit Wind und Sonne alleine kann man ein Industrieland nicht betreiben. Die Sanktionen gegen Russland dienen ganz sicher nicht deutschen Interessen. Und sie wurden ohne gründliches Nachdenken losgetreten. Andere Länder wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei schützen ihre Wirtschaft und ihre Bürger viel besser als diese deutsche Ampelregierung. Die Energiepreise jagen nun von Rekord zu Rekord. Ein paar Jahrzehnte nach dem Wirtschaftswunder steht Deutschland nun vor dem Wirtschaftsabgrund und der Deindustrialisierung. Täglich schreiben Wirtschaftslenker Brandbriefe nach Berlin. Viele Unternehmen stellen die Produktion ein. Der Bäcker nebenan ist dann natürlich bald pleite. Große Unternehmen wie BASF verlassen Deutschland. Für viele Bürger heißt das, heute müssen Sie zu Hause frieren, morgen ist auch die Arbeit weg. Mit Preisbremsen, immer neuen Milliardenpaketen für Uniper, Sefe, THE und so weiter legt die Regierung dem Patienten Deutschland eine Infusionsnadel nach der anderen. Alle diese Infusionen bringen aber keine Heilung, wenn das Ausbluten der deutschen Volkswirtschaft nicht gestoppt wird. Wumms macht das sonst nur in der Staatskasse und bald danach beim Steuerzahler. Wenn Sie nicht als Abwirtschaftungsminister in die Geschichte eingehen wollen, Herr Habeck, dann beheben Sie jetzt die wirklichen Ursachen dieser Krise. Legen Sie Ihre Ideologie auf die Seite. Beenden Sie Energiewende und Wirtschaftssanktionen. Lassen Sie die Kernkraftwerke länger laufen, nicht nur ein paar Monate, sondern für Jahre. Folgen Sie der Forderung aus der Wirtschaft und lassen Sie Nord Stream 2 wieder in Betrieb nehmen. Dem Vernehmen nach funktioniert eine Röhre ja noch. Lösen Sie den sogenannten Klima- und Transformationsfonds auf, der nichts anderes ist als ein Schattenhaushalt, ein intransparenter Geldspeicher für Ihre Ideologieprojekte. Die Zeit des Geschichtenerzählens ist vorbei. Deutschland steht am Scheideweg. Wer glaubt, das kleine Deutschland könnte für den ganzen Erdball
Lehrmeister dafür sein, wie man das Klima rettet, der wird der ganzen Welt bald nur eines zeigen, nämlich wie man sich selbst ruiniert. Reißen Sie das Ruder herum. Werfen Sie Ihre Ideologie beiseite. Stoppen Sie das Ausbluten unserer Volkswirtschaft. Dann werden Sie die AfD auf Ihrer Seite haben. Mit einer Politik für die Zukunft Deutschlands, aber sicher nicht mit den Vorstellungen, die Sie uns hier als Bundeshaushalt vorgelegt haben. Der Bundestag diskutiert über den Etat des Wirtschafts- und Klimaschutzministers, der sich da gerade auch ein bisschen amüsiert. Und da Sie sehr aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer sind, ist Ihnen garantiert aufgefallen, wie häufig heute hier die Farbe Orange vertreten ist. In Blazern, in Pullovern, T-Shirts haben wir schon gesehen, Krawatten, Einstecktücher, alle Varianten sind möglich. Auch die Bundestagspräsidentin trägt einen orangefarbenen Pullover. Das hat einen Grund. Heute ist nämlich internationaler Tag gegen die Gewalt gegen Frauen. Er ist immer am 25. November und Orange ist symbolisiert die Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Also kein Zufall, was Sie hier heute entdeckt haben, sondern mit System und durchdacht und mit einem durchaus guten Grund. Frank Junge ist am Pult für die SPD-Fraktion. In diesen Zeiten, meine Damen und Herren, multipler Krisen und existenzieller zukunftsübergreifender Herausforderungen kommt es auf einen Staat an, der in der Lage ist, einen soliden, einen sicheren Haushalt aufzustellen, damit es der Wirtschaft Sicherheit und Belastungsfähigkeit gibt, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern. Und genau das, meine Damen und Herren, leisten wir mit diesem Einzelplan und mit dem gesamten Haushalt der Bundesregierung. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger in dreistelliger Milliardenhöhe, und ich sage das noch mal ausdrücklich, gerade auch an die Union gerichtet, die vom Seitenrand immer gerne dicke Backen macht und hier in einer nörglerischen Art alles schlecht redet. Wir schaffen es als Bundesregierung, die Bürgerinnen und Bürger in der Krise, sie alle nicht allein zu lassen und über unterschiedliche Maßnahmen so weit zu entlasten und durch die Krise zu führen. Und das spürt auch die Wirtschaft. Wie kann es sonst sein, dass wir im dritten Quartal diesen Jahres ein Wirtschaftswachstum von 0,4% gehabt haben? Das ist wenig. Das zeigt aber, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und die Wirtschaft mit unseren Möglichkeiten mitnehmen. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 09 in Verbindung mit den Mitteln aus dem Transformation- und Klimafonds gibt uns die Möglichkeit, für Energiesicherheit für unsere Bevölkerung, die Wirtschaft zu sorgen. Wir stellen uns der Aufgabe, den Klimawandel weiter zu bekämpfen, die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende voranzubringen und die Transformation der Wirtschaft ebenso. Das setzt voraus oder zieht nach sich, dass wir in riesigen Größenordnungen in die Infrastruktur unseres Landes investieren und dass wir vor allen Dingen dabei die Transformation in Richtung Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ausbauen bzw. Elektromobilität fördern und vor allen Dingen auch die Sanierung der Gebäude auf klimaeffiziente Art voranbringen. Dafür geben wir insgesamt etwa 35 Milliarden Euro aus Geld, was eben nicht nur dafür da ist, Wirtschaftskreisläufe in der Krise zu stabilisieren, Geld, was uns dazu bringt, aus der Krise hinaus in die Zukunft zu gehen und unseren Standort für die Zukunft fit zu machen. Im Übrigen, und das will ich auch noch mal sagen, im Übrigen haben wir es in einer kurzen Zeit bis Ende dieses Jahres geschafft, die LNG-Anlage in Wilhelmshaven ans Netz zu bringen, damit wiederum einen Faktor zu installieren, für Energiesicherheit zu sorgen. Und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern wird Anfang des kommenden Jahres folgen. Das zeigt, wie stark diese Regierung aufgestellt ist und wie sie genau die richtigen Weichen stellt. Meine Damen und Herren, und das will ich ja auch noch mal unterstreichen, neben diesen großen globalen Herausforderungen haben wir den Schwerpunkt auf den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und vor diesem Hintergrund nehmen wir das mit Blick auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr ernst, vor allen Dingen diesen Wirtschaftsbereich zu unterstützen. Das Mittelstandsprogramm ZIM will ich hier nennen und vor allen Dingen auch die Industrieforschung für Unternehmen. Das sind zwei Programme, wo wir vor allen Dingen kleinen Unternehmen im strukturschwachen Raum und vor allen Dingen auch im Osten sehr helfen können. Ich will nennen, dass wir unter dem Aspekt des Stärkens der Handwerker die Ausbildung mit 70 Millionen Euro weiter unterstützen, dass wir denen helfen, im Rahmen von Bildungsinfrastruktur gut zu investieren.
Und ich will ja auch die GAW nennen. Die GAW ist nochmal zu den 650 Millionen um weitere 175 Millionen aufgestockt worden für die nächsten 10 Jahre, um damit genau in dem Bereich Nordosthäfen, aber auch die Raffineriestandorte im Osten zu unterstützen, den Transformationsprozess entsprechend zu begleiten. Das sind genau die richtigen Investitionen, die wir jetzt in der Krise brauchen und die an dieser Stelle auch weiter für Sicherheit und für Beschäftigung sorgen werden. Meine Damen und Herren, ganz besonders froh bin ich an der Stelle auf den Punkt, dass es uns wieder gelungen ist, den Wiedereinstieg in das europäische Programm IPCEI Health vorzunehmen. Wir haben es dort geschafft, insgesamt in der Ampelkoalition 185 Millionen Euro bis 2028 in die Hand zu nehmen, um an diesem Programm Synergieeffekte für unsere Gesundheitsbranche nach sich zu ziehen. Wenn es nämlich uns an der Stelle gelingt, Wertschöpfungsprozesse, die aus einem investierten Euro in mehrfacher Form zu uns zurückkommen, bei uns zu verankern, dann hilft das der Branche in Größenordnung. Und auch das können wir mit Blick auf den Wissenstransfer gut gebrauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Ich will zum Ende auch noch mal Dank an alle beteiligten Haushälter sagen, aber auch, Herr Habeck, an Ihre Mannschaft im Ministerium. Wir haben intensive Verhandlungen geführt und haben am Ende einen Haushalt aufstellen können, der uns die Möglichkeit bietet, nicht nur gut durch diese Krise zu kommen, sondern vor allen Dingen auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und vor dem Hintergrund darf ich Sie um Zustimmung bitten. Frank Junge war das aus der SPD-Fraktion. Berichterstatter seiner Fraktion für den Bereich Wirtschaft und Klimaschutz und um genau zu sein für den Einzelplan 09. Ich schließe damit die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir fahren weiter fort in der Debatte. Und dieses später dürfte mutmaßlich in 10, ja, vielleicht 15 Minuten sein, denn das ist ja hier relativ schnell ausgezählt. Da sind wir dann auch natürlich noch dabei und können Sie dann teilhaben lassen an diesem Ergebnis. Christian Laie ist am Pult, er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht wie seit langem nicht. Um es mit den Worten von Marcel Fratscher zu sagen, die Großen fahren zum Teil auch in diesen Zeiten dicke Gewinne ein, während viele Mittelständler, die Kleinen, die Bäckerei um die Ecke, kaum mehr über die Runden kommen. Und ja, dies ist natürlich auch das Ergebnis des Wirtschaftskriegs mit Russland. Und wir lernen, Handelskonflikte gehen auf den Nacken der kleinen Leute. Und ich sage das deswegen, weil die USA Europa in einen neuen Handelskonflikt drängen will. Und diesmal mit China. Und bevor die Blockbildung richtig an Fahrt aufnimmt, geht es doch darum, die eigenen Interessen mal zu sortieren und den USA nicht blindlings in den nächsten Wirtschaftskrieg zu folgen, meine Damen und Herren. Und neben den sozialen Kosten gibt es dafür noch einen Grund, und das sind die Interessen der USA. In der Krise haben sie auf LNG-Gas aus den USA gesetzt, das die aber zu Rekordpreisen verkauft haben. Selbst Minister Habeck hat sich gewundert, dass unter Freunden solche Mondpreise aufgerufen werden. Und die Folge davon ist, dass bei solchen Mondpreisen für Energie natürlich Industriearbeitsplätze hier bedroht sind. Und dann wirbt das US-Handelsministerium auch noch gezielt Industrieunternehmen ab. Und dann sollen die gigantischen Summen des Inflation Reduction Acts nur fließen, wenn die Industrie auch wirklich in die USA verlagert wurde. Und ich sage das mal deutlich, die USA werben aggressiv Zukunftsindustrien rund um die erneuerbaren Energien ab. Und gleichzeitig fordern sie Gefolgschaft in einem weiteren Handelskonflikt mit China, dessen Rohstoffe wir aber genau für diese Zukunftsindustrien brauchen. Und das bedeutet, hier wird eine Reindustrialisierung der USA auf Kosten einer Deindustrialisierung von Europa betrieben, meine Damen und Herren. Tolle Freunde sind das. Und Herr Habeck, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich glaube, zwischen Staaten ist das manchmal wie bei Facebook. Das heißt nur Freunde, aber in Wahrheit geht es um etwas anderes. Und bei Staaten, da geht es um Interessen. Und ich muss Ihnen sagen, in der globalen Blockbildung vertreten Sie unsere Interessen bemerkenswert schlecht, Herr Minister. So, und wer ist uns und unsere Interessen? Für Team Blau sind das alle mit den blonden Haaren. Und für Team Gelb sind das Menschen mit viel Vermögen auf der Bank. Aber wenn ich sage unsere Interessen, dann geht es um die arbeitenden Menschen da draußen, den Mittelständler, die Kleinen, die Bäckerei um die Ecke. Und die werden gerade schlecht vertreten. In der laufenden Blockbildung kommen diese Menschen
unter die Räder. Die Schlangen an den Tafeln sind so lang wie noch nie. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung spart inzwischen beim Essen. Und deswegen braucht es eine Wirtschaftspolitik, die nicht aus falsch verstandener Freundschaft in Handelskonflikte reinstolpert, sondern die die Interessen der Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen entschlossen und offensiv auch nach außen vertritt. Dankeschön. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Carsten Klein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Energiekrise stellt die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Unternehmerinnen, die Unternehmer, die kleinen, die mittleren, die großen Unternehmen, den Handwerk, den Handel, die Industrie vor große Herausforderungen. Und wir als Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP stellen mit dem 200-Milliarden-Programm des WSF ein Programm zur Verfügung, das die Energiepreise dämpfen wird. Und mit dem WSF stellen wir uns an die Seite der Menschen in diesem Land. Und mit der Einhaltung der Schuldenbremse 2023 stellen wir uns an die Seite zukünftiger Generationen. Denn der WSF ist ein konzentriertes Instrument, das genau auf die Herausforderung dieser Krise, die Energiepreise zu dämpfen, abzielt. Bei der Gaspreisbremse, bei der Strompreisbremse, beim Härtefallfonds und eben nicht das Feld aufmacht für viele Ausgabewünsche, wie wir es ja in der Corona-Krise bei den Konjunkturprogrammen erlebt haben. Nein, es ist ein konzentriertes Instrument, das dafür sorgt, dass wir auch den Blick nicht nur auf die Bewältigung dieser Krise richten können, sondern mit der Einhaltung der Schuldenbremse auch auf die Krisen zukünftiger Generationen. Und jetzt gibt es in diesem Zusammenhang noch drei wichtige Sachen zu sagen mit dem WSF. Nämlich erstens, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Diese Misere auf dem Energiemarkt, die hohen Preise haben eine Ursache im Angriffskrieg von Wladimir Putin in der Ukraine. Die sind nicht von der Bundesregierung initiiert und auch nicht von einem Gasembargo, das Deutschland beschlossen hätte, so wie es Friedrich Merz noch im März vorgeschlagen hat. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, jetzt kann man gegen all diese Vorschläge sein, die die Ampelkoalition zu Recht auf den Weg gebracht hat, liebe Union. Aber gleichzeitig keinen eigenen Vorschlag einzubringen, gleichzeitig keine Haushaltsmittel einzustellen für die Bekämpfung dieser hohen Energiepreise, das zeigt doch zweierlei. Erstens, Sie lassen die Menschen, Sie würden die Menschen in diesem Winter im Kalten sitzen lassen. Und zweitens würden Sie dafür sorgen, unter Ihrer Regierungsführung, dass nächstes Jahr die Industrie in diesem Land stillsteht. Und deshalb ist es gut, dass die Ampel regiert und nicht die Union. Aber eines möchte ich auch noch klar adressieren, auch im Sinne meiner Fraktion, zu den Verhandlungen, die jetzt in Brüssel stattfinden. Die Ergebnisse, die dort erzielt werden sollen, müssen selbstverständlich auf den Einigungen in unserer Koalition, auf diese Vereinbarungen fundieren. Und deshalb will ich nur noch mal darauf hinweisen, dass die Mittel für den WSF im Gegensatz zu den Plänen der Regierung gesperrt sind und der Haushaltsausschuss wird die Mittel, diese nötigen Mittel freigeben, wenn die Einigung, wenn das, was am Ende beschlossen wird von der Bundesregierung, auf dem Fundament unserer drei Fraktionen basiert und in keinem anderen Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dem WSF machen wir eine aktive Industriepolitik, eine aktive Wirtschaftspolitik im Gegensatz, wie gesagt, zu den Ankündigungen der Union. Aber Herr Minister, Sie machen ja auch noch in einem anderen großen, wichtigen Bereich aktive Wirtschaftspolitik. Ich möchte Anna Christmann auch herzlich beglückwünschen zu dem Ergebnis, das bei den Verhandlungen bei der ESA-Konferenz erzielt worden ist. 4 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik ist nach wie vor der stärkste Zahler bei der europäischen Raumfahrt. Wir haben uns klar committed zum Mondprogramm zum Beispiel oder auch zu dem Joint Agreement, wenn wir in Richtung Kleinstsatelliten, resiliente Kommunikation und Kleinstträgerraketen gehen. Das ist eine richtige Weichenstellung. Deshalb da noch mal ganz herzlichen Glückwunsch. Wir werden diese Entscheidungen aber auch flankieren. Wir haben diese Entscheidungen schon flankiert mit Beschlüssen im Haushaltsausschuss. Wir haben gemeinsam, lieber Frank, gemeinsam mit Felix, dem ich hiervon auch noch mal herzliche Glückwünsche ausrichten möchte, wir haben gemeinsam 31 Millionen Euro noch mal für das nationale Raumfahrtprogramm auf den Weg gebracht. Auch hier mit einem Baustein für Kleinstsatelliten, für Kleinstträger, für resiliente Kommunikation in einem Wettbewerb, der da ausgeschrieben werden soll. Man sieht, wir arbeiten sehr gut miteinander. Wir kombinieren europäische und deutsche Raumfahrt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben einer aktiven Wirtschaftspolitik macht natürlich das Wirtschafts- und Klimaministerium oder muss das Wirtschafts- und Klimaministerium auch noch eine koordinierte Klimapolitik machen. Da haben Sie, Herr Minister, leider nicht die besten Voraussetzungen Ihres Vorgängers übernommen. Die Bundesrechnungshofberichte zur Energiewende sind hinlänglich bekannt. Wenig Steuerung, wenig Koordination, wenig Wirksamkeit. Dass die Union jetzt im Zuge der Klimakonferenz auch noch die internationalen Klimaschutzmittel streichen wollte, das sollte ja auf jeden Fall mal erwähnt werden, finde ich bemerkenswert. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir auch Aufgaben haben. Wir haben einen Energie- und Klimafonds, einen Klimatransformationsfonds mit 104 Milliarden Euro. Schönen Gruß an Fridays for Future. Ihre Forderung ist längst erfüllt. Wir haben 4,2 Milliarden Euro für den internationalen Klimaschutz. Das Versprechen von Angela Merkel ist auch erfüllt. Aber in Wahrheit wissen wir nicht genau, was mit diesen vielen Instrumenten, die wir im Haushalt haben, am Ende erzielt wird. Die Wirksamkeit muss noch verbessert werden. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt Beschlüsse gefasst haben, dass das Monitoring, dass die Berichte verbessert werden, sowohl beim Klima- und Transformationsfonds wie auch bei IKI, beim internationalen Klimaschutz. Das ist uns gelungen und deshalb werden wir in der nächsten Zeit auch dafür sorgen, dass es einen koordinierten und wirksamen Klimaschutz in Deutschland gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein aus der FDP-Fraktion in der Debatte über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz. Gut, dass Sie noch dabei sind, denn jetzt kommt als nächstes mal Jens Spahn. Aber es kommt das Ergebnis zum Bürgergeldgesetz. Über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem 12. Gesetz zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Einführung eines Bürgergeldes. Auf den Drucksachen 3873, 4226, 4360 und 4600. Abgegebene Stimmkarten 657, mit Ja haben gestimmt 557, mit Nein 98, Enthaltungen 2. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und zwar mit einer überdeutlichen Mehrheit. Und da der Bundestag jetzt Ja gesagt hat zum Bürgergeldgesetz, kann sich auch der Bundesrat damit befassen. Das wird dann in den nächsten Minuten passieren. Wir werden Ihnen das nachliefern, sobald die Haushaltswoche des Bundestages zum Ende gekommen ist. Und jetzt noch mal zu dem, was ich eben sagen wollte. Gut, dass Sie noch dabei sind. Jetzt Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion und danach der zuständige Minister Robert Habeck. Viele Menschen beginnen zu heizen in ihren privaten Haushalten, in den Büros, in den Unternehmen. Das Problem ist nur, viele müssen jetzt anfangen zu heizen, ohne wirklich zu wissen, ob sie es sich leisten können. Zum 1.1., das passiert gerade dieser Tage, werden viele Strom- und Gaspreise erhöht. Die Menschen erhalten die entsprechenden Rechnungen. Und die Wochen, die Monate vergehen. Es gab Koalitionsausschüsse mit entsprechenden Einigungen, zumindest scheinbar. Es gab die konzertierte Aktion, hat man auch schon lange nichts mehr von gehört. Die Gaskommission hat mittlerweile vor 6, 7 Wochen erste Vorschläge vorgelegt. Es gibt jetzt einen ersten Gesetzentwurf. Nach ersten Lesen muss man sagen, danach ist noch weniger klar, als vorher klar war. Es geht, Sie sind Wochen und Monate lang im Sommer gegen die Wand angelaufen bei der Gasumlage, haben Zeit vertrödelt. Jetzt fängt der Winter an und die Menschen wissen immer noch nicht, was für sie gilt. Und das ist ein Problem in diesen Zeiten. Wir haben ja diese Woche, sind wir ja hier schon literarisch geworden, aber statt bei Lewis Carroll hätte man besser bei Samuel Beckett nachgeschaut. Warten auf Godot, das ist es doch eher, was hier zutrifft. Wenn Unruhe ist im Land, wenn es montags Demonstrationen gibt, wenn Menschen den Glauben an die Politik verlieren, dann hat das mit manchem zu tun. Es hat aber vor allem mit einem zu tun, dass diese Bundesregierung auch so viele Monate nach Kriegsbeginn, auch nachdem so viel Zeit hier eigentlich vergangen ist, wo klar war, dass dieser Winter kommt und wo viele unsicher sind bei den Gas- und Strompreisen. Wenn jemand Verantwortung hat für die Unruhe und Unsicherheit im Land, dann eine Bundesregierung, die nicht entscheidet, wo Entscheidungen dringend notwendig werden. Die wenigen Male, wo Sie konsequent pragmatisch gewesen sind in den letzten Monaten, da waren Sie erfolgreich. Das muss man auch anerkennen, das war richtig. Bei den LNG-Terminals, die Beschleunigung, das war gut, das war richtig. Es ist gelungen, die Gasspeicher zu füllen, auch das ist gut für den Winter. Aber da haben Sie eben alles beiseite gelassen, was Sie bisher als Parteiprogrammatik hatten, was Sie bisher gesagt haben, haben geschaut auf das, was notwendig ist und haben es getan. Aber damit... Soll ich Ihnen zum Erbe von Peter Altmaier kann ich Ihnen was sagen? Ich war nämlich dabei. Ja, warten Sie mal ab.
Es war der Finanzminister Olaf Scholz, der ja, wie wir gemerkt haben, schon vergessen hat, dass er regiert hat. Es war der Finanzminister Olaf Scholz, der den Bau von LNG-Terminals, um US-amerikanisches Gas nach Deutschland zu bringen, davon abhängig gemacht hat, dass die USA die Sanktionen gegen Nord Stream 2 aufheben. Es war Olaf Scholz, der am Ende den Russen entgegengekommen ist und den Amerikanern nicht die LNG-Terminals bauen wollte. Das war nämlich die Geschichte. Und insofern sollten Sie öfter mal genau hinschauen, was gewesen ist. Da, wo Sie konsequent pragmatisch waren, waren Sie erfolgreich. Da, wo Sie nicht pragmatisch waren, sehen wir halbherzige Entscheidungen. Nehmen Sie nur die Kernenergie. In der Debatte hier dazu hat ein grüner Kollege gesagt, es wäre eine Zumutung, diese Entscheidung treffen zu müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die eigentliche Zumutung ist woanders. Wir haben Bürgerinnen und Bürger, die sich den Strom nicht leisten können. Jeder weiß, es ist Angebotsknappheit, Preise gehen darunter, wo das Angebot breiter wird und auch verlässlich. Und der nächste, der übernächste Winter, das sagen auch alle Expertinnen und Experten, wird härter im Zweifel noch als dieser. Und deswegen haben sie sich irgendwie hingewürgt, um 12 Wochen die Laufzeit zu verlängern, wo 2 Jahre notwendig gewesen sind. Die Zumutung, die war nicht bei den Grünen. Die Zumutung ist für die Bürgerinnen und Bürger eine zu sehen, wie sie sich zu den notwendigen Entscheidungen hinrobben. Und deswegen, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, will ich eines aber noch grundsätzlich sagen zur Art der Debatte. Weil wenn man das mal aufmerksam verfolgt, diese Woche, dann stimme ich zu, ja, in Zeiten wie diesen, in Zeiten von nationaler Krise braucht es Zusammenhalt und ja, es geht auch um die Art der Debatte. Aber um Einigkeit muss man sich auch bemühen. Und wenn gelegentlich der Blick geworfen wird auf die Krise vorher, in der Pandemie, war Einigkeit in der Bundesregierung über den Kurs. Da gab es keine Debatte. Wir erleben hier, dass Wirtschafts- und Finanzminister jeden Tag miteinander streiten darüber, was der richtige Kurs ist. In der Krise vorher war Einigkeit mit den Ländern und den Kommunen. Wir haben darüber gerungen, stundenlang, um einig zu sein mit Ländern und Kommunen. Sie haben es geschafft, unabhängig von der Farbenlehre, alle Länder gegen sich aufzubringen innerhalb weniger Wochen. Auch das ist in dieser Krise eine Belastung, um eben Zusammenhalt herzustellen. Aber das Allerentscheidende ist die Frage des Umganges mit Kritik. Und wir haben das ja gerade schon wieder erlebt in der Debatte zum Bürgergeld. Zusammenhalt entsteht nicht durch das Beschwören der eigenen Großartigkeit. Geschlossenheit entsteht nicht durch Gehorsam. Gemeinsinn nicht durch gegenseitiges Verächtlichmachen. Zusammenhalt entsteht durch gute Debatten, um das Ringen um eine richtige Lösung. Da, wo Sie das gute Argument haben, da, wo Sie das bessere Argument haben, sind wir Ihnen gefolgt. Aber Sie müssen es aushalten, denn es ist das Elixier einer Demokratie. Und es ist die Voraussetzung für Zusammenhalt, dass gute Debatten, auch strittige Debatten, geführt werden. Da, wo Sie richtig liegen, werden wir Ihnen zustimmen. Aber da, wo Sie falsch liegen, wo Sie halbherzig agieren, wo Sie zögern, da wird es auch in Zukunft Kritik geben. Gewöhnen Sie sich daran. Nächster Redner für die Bundesregierung, der Bundesminister Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich zum Haushalt komme, lassen Sie mich auf einige der Reden kurz noch eingehen, ohne es zu lang machen zu wollen. Dennoch würde ich gerne, dass die Behauptungen der AfD nicht unkommentiert im Raum stehen bleiben. Sie haben von deutschen Interessen gesprochen und dass sie gewahrt werden sollen. Ich sage Ihnen, das wichtigste deutsche Interesse ist, dass Kriegsfürsten nicht nach Gutsherrenart andere Länder überfallen dürfen, dass sich diese Politik in Europa nicht durchsetzt. Und wo ich dabei bin, es ist nicht im deutschen Interesse, dass im Stil von Russia Today hier Ursache und Wirkung verdreht wird. Das ist nicht im deutschen Interesse. Dazu gehört auch, Sie haben gesagt, wir sollen die Ursachen für diese Krise stoppen. Genau darum geht es. Die Ursache für diese Krise zu stoppen heißt, Putin in den Arm zu fallen und zu verhindern, dass er sich durchsetzt. Sanktionen sind ein notwendiges Mittel dazu, genau das zu tun. Und ich glaube auch, dass der Weg erfolgreich ist. Der Krieg in der Ukraine ist sicherlich kein Vorbild für andere Länder. Es ist ein Desaster auf dem Schlachtfeld.
und es ist ein Desaster für die russische Ökonomie. Das nicht zu sehen, heißt, dass man politisch blind ist. Sehr geehrte Damen und Herren, damit würde ich zum Haushalt kommen und kurz auf den Kollegen Matschfeld eingehen. Lieber Andreas Matschfeld, als ich Ihnen zugehört habe, habe ich mich schon gefragt, ob Sie den Haushalt gelesen haben. Es war schon eine sehr paralleluniversumslastige Rede, die Sie hier gehalten haben. Sie haben gesagt, wir tun zu wenig für den Mittelstand. Das Mittelstandsprogramm ZIM ist auf 700 Millionen Euro aufgestockt worden. Sie haben gesagt, wir konzentrieren uns nur auf Klima. Sie haben übersehen, dass wir von der Gesundheitswirtschaft über die Digitalisierung, über die Cloud-Infrastruktur und über die Raumfahrt große Programmvolumina stemmen, um die deutsche Wirtschaft in allen Bereichen für die Zukunft fit zu machen und zu unterstützen. Und wo ich dabei bin, Klima ist die Zukunft oder Klimaschutz, eine klimaneutrale, CO2-arme Produktionsweise und Konsumweise ist die ökonomische Zukunft. Es ist die ökonomische Zukunft. Und wenn Sie uns schon nicht glauben, möchte ich als Beispiel den American Inflation Reduction Act anführen, der ja die gesamte Feuerkraft der amerikanischen Finanzmöglichkeiten auf klimaneutrale Technologien konzentriert. Was die machen, ist exakt das, was der Klima- und Transformationsfonds ebenfalls auch macht, nämlich die Förderung von erneuerbaren Energien, die Förderung von Wasserstoff, die Förderung von Batterien, die Förderung von E-Mobilität. All das ist der Inflation Reduction Act. Die Amerikaner haben sich also entschieden, den Leitmarkt, den Kampf um den Leitmarkt, erneuerbare, den Kampf um den Leitmarkt zukunftsfähige Industrie zu führen. Allerdings ist damit auch die Entscheidung getroffen, wo der Leitmarkt sein wird. Es wird einen Wettbewerb zwischen den großen ökonomischen Mächten geben, wer am stärksten, am schnellsten und am entschiedensten diesen Leitmarkt einer klimaneutralen, einer grünen Industrie aufbaut. Zu sagen, das ist alles nur Ökokrams oder Klimaschutz verkennt die ökonomische Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Die Zukunft wird darüber entschieden, wer am schnellsten und am besten Innovationskraft und Leistungsfähigkeit in einem Bereich einer grünen Wirtschaft aufbaut. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Rekordinflation. Wir haben eine drohende Rezession. Wir haben Energieknappheit, wir haben Krieg in Europa, wir haben einen Wandel, und das ist die höfliche Formulierung, im globalen Wettbewerb. Eigentlich muss man sagen, es ist eine immer stärkere, konfliktreichere Geopolitik, die zurückkommt. Wir haben die Klimakrise mit enormen, auch ökonomischen Folgen. Über alle anderen will ich hier gar nicht reden, über das Elend der Menschen. Ich habe, als ich in Singapur war, mit dem Wirtschaftsminister aus Pakistan mich getroffen. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Pakistan sind sicherlich ausbaufähig, aber was er geschildert hat über das Sterben in Pakistan wegen grassierender Klimaveränderungen, das waren seine Worte, Klimaveränderungen, das hat einem noch mal ein ganz anderes Bild darauf gegeben. Wir haben Rohstoffmangel. Sehr geehrte Damen und Herren, die Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, sie könnten nicht größer sein. Es bedarf einer enormen Kraftanstrengung, um diese Herausforderung zu stehen und zu stemmen, politisch wie gesellschaftlich. Und der Haushalt des Einzelplans 09 bildet diese Kraftanstrengung ab. Die Gelder steigen noch einmal. Der Haushalt umfasst insgesamt 14,9 Milliarden Euro. Das sind 3,2 Milliarden mehr als der Haushalt 22. Und wenn man sich anschaut, worauf sich diese Gelder konzentrieren, dann sieht man ziemlich genau die Strategie der Bundesregierung. Kurzfristige Sicherung in der Krise, der eine Schwerpunkt, das sind die Investitionen in Betrieb und Aufbau der FSRU-Schiffe, Ersatz zu schaffen für das russische Gas, das ja schon nicht gekommen ist. Ja, es war Putin, der das Gas abgedreht hat, so viel zu Nord Stream 2. Sie haben offensichtlich zu viel Russia Today geguckt. Sie müssen doch wohl anerkennen, zumindest die Fakten anerkennen, dass das Gas aus Russland nicht kam. Es gibt keine Sanktionen gegen Gas. Zweitens, Sicherung einer Ölversorgung für Schwedt, Pipeline-Systeme aufzubauen als Alternative zu der Druzhba-Pipeline. All das spiegelt sich in dem Haushalt wieder und kostet natürlich ziemlich viel Geld. Und dann aber auch die Konzentration auf die Zukunftsaufgaben, ich habe sie eben schon erwähnt, von der Cloud-Technologie zur Unterstützung einer digitalen Wirtschaft bis hin zu den Investitionsprogrammen für den Mittelstand im Bereich der erneuerbaren Wirtschaft. Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Einzelplan 60 ist der Einzelplan, der den Klima- und Transformationsfonds beherbergt. Der umfasst für das nächste Jahr 36 Milliarden Euro. Ich will damit sagen, dass die Summen, die wir mobilisieren, durchaus erheblich sind. Und die Summen sind mit den amerikanischen Ausgaben durchaus wettbewerbsfähig. Die 400 Milliarden Euro, die dort erst einmal bereitstehen, wir haben über den groben Daumen geschätzt 200 Milliarden alleine in Deutschland im Klima- und Transformationsfonds, das ist durchaus vergleichbar. Die Aufgabe ist, dass wir schneller und entschiedener werden müssen bei Planung, Verausgabung und bei dem Wettbewerbsrecht innerhalb von Europa. Das heißt, wir müssen entschiedener und entschlossener werden, nicht zögerlicher und in Frage stellen, was wir eigentlich auch mit Verlaub in diesem Haus schon erkannt haben. Denn den Klima- und Transformationsfonds, den haben wir geerbt. Insofern, das, was eigentlich am hinderlichsten ist bei einer entschiedenen Wirtschaftspolitik, ist der permanente intellektuelle Rückfall auch in die Jahre, wo wir eigentlich schon mal weiter waren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden den Klima- und Transformationsfonds nutzen, um exakt entlang dieser Strategie die nächsten Schritte zu gehen. Wir sind gerade dabei, die Richtlinie für die sogenannten Carbon Contract for Differences zu designen. Sie ist fertig. Sie befindet sich jetzt in der Abstimmung mit den anderen Häusern. Wir werden also im nächsten Jahr Verträge für die Industrie anbieten, die dann die Dekarbonisierung, den Weg hin zu einer Wasserstofftechnologie beschreiten wird. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend. Wir sind mitten in einer Krise. Der Druck auf die Wirtschaft und auf die Bevölkerung ist enorm hoch. Wir kämpfen uns aber, und ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir das durchaus in der Lage sind zu tun, wir kämpfen uns aber erfolgreich Schritt für Schritt aus dieser Krise raus. Das nächste Jahr wird nicht weniger hart werden. Der Haushalt allerdings gibt uns die Möglichkeit dafür, die nächsten Schritte Zug um Zug zu gehen und so diese Zeit zu überstehen, um danach in den richtigen Moment reinzukommen und die Wertschöpfung, die Wirtschaft, die Prosperität in Deutschland hochzuhalten. Dankeschön. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ja bekanntermaßen auch für Klimaschutz zuständig ist, in der Debatte über seinen Etat für das Jahr 2023. Etwas 14,5 Milliarden Euro hat er zur Verfügung, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Live Erik Horn ist der nächste Redner, stellvertretender Vorsitzender AfD-Fraktion. Heute in einem Monat ist Weihnachten. Dann soll der Weihnachtsbraten auf dem Tisch stehen. Aber viele werden in diesem Jahr wohl darauf verzichten. Eine Weihnachtsgans kostet mittlerweile an die 100 Euro. Die massive Teuerung frisst sich immer tiefer in unsere Portemonnaies. Über 10% Inflation, bei Lebensmitteln über 20% Inflation. Und viele Produzenten haben gerade erst ein Drittel der gestiegenen Produktionskosten an die Kunden weitergegeben. Es kommt also wohl noch dicker. Hier wird unseren Bürgern der Wohlstand gestohlen mit dieser Inflation. Und bedanken dürfen sich die Menschen dafür bei Ihnen, auch bei Ihnen, Herr Minister, und bei Ihren Vorgängern, die die dümmste Energiepolitik der Welt betreiben. Wegen der explodierenden Energiepreise verlassen große Unternehmen unser Land oder spielen zumindest jetzt schon mit dem Gedanken. Eine Insolvenzwelle ist bereits angerollt. Wir reden jetzt ernsthaft über die Deindustrialisierung unseres Landes. Das hätten wir uns doch vor Wochen gar nicht vorstellen können. Aber selbst in dieser dramatischen Krise haben Sie nicht den Mumm zuzugeben, was offensichtlich ist. Ihre sogenannte Energiewende ist krachend gescheitert. Ich hatte vor einigen Wochen ein sehr langes, hören Sie zu, Herr Gremm, ein sehr langes und ausführliches Gespräch mit einem Unternehmen, das sehr betroffen ist, mit Carla, mit dem Porzellanhersteller aus Thüringen. Der Geschäftsführer hat mir die Zahlen seines Unternehmens gezeigt und er wusste nicht, wie es weitergehen soll. Sein Gasversorger hat ihm gekündigt, weil auch der keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll. Und jetzt war das einzige Angebot, dass er auf Basis von Spotmarktpreisen ein Angebot bekommen sollte, was natürlich absolut unmöglich ist, weil ein Unternehmen planen muss. Und Stand gestern hat Carla immer noch keinen passenden Gasvertrag. Das ist die Lage in tausenden Unternehmen in Deutschland und Sie ändern daran bisher überhaupt nichts. Wann kommen Sie endlich aus dem Knick mit Gas-Strompreisbremse und wann kümmern Sie sich um die Ausweitung des Energieangebots? Denn das ist wirklich Ursachenbekämpfung, die wir brauchen. Wir brauchen ausreichend Gas. China hat sich gestern
in Mengen, in rauen Mengen Gas besorgt in Katar. Herr Minister, Sie waren da, Sie haben tief gebuckelt vor den Scheichs. Es kam aber nichts dabei heraus. Die Chinesen haben sich langfristig gebunden und haben ihren Vertrag gemacht, wie die Italiener schon zuvor. Sie bekommen es nicht auf die Reihe oder Sie wollen es nicht auf die Reihe bekommen. Das ist wirklich blanker Dilettantismus in diesem Wirtschaftsministerium. Für uns bleibt dort nichts mehr übrig. Aber wie wollen Sie die Speicher füllen im nächsten Jahr? Wie wollen Sie es denn machen? Sie haben noch eine Chance. Sie haben noch eine Chance. Wir brauchen den funktionierenden Strang von Nord Stream 2. Der ist notwendig, wenn wir im nächsten Jahr unsere Gasspeicher wieder füllen wollen. Anders wird es nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, es ist geboten, jetzt zu handeln. Wir sind in dramatischen Zeiten. Und Herr Minister, ein guter Krisenmanager hätte jetzt gar keine Zeit mehr, teure Haus- und Hoffotografen zu engagieren oder vom heroischen Tragen der One Love Armbinde zu träumen. Dazu sind unsere Probleme viel zu existenziell. Was wir jetzt brauchen, ist endlich ein Handeln für sichere und bezahlbare Energie, damit unser Land leben kann. Herzlichen Dank. Der Bundestag diskutiert über den Etat des Bundeswirtschaftsministers und Ihnen als aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer ist es ja vorhin schon mal aufgefallen. Ich habe es auch schon mal erklärt für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Ziemlich viel Orange heute in den Reihen der Abgeordneten. Es ist nämlich Internationaler Tag gegen die Gewalt gegen Frauen, immer am 25. November und Orange symbolisiert die Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Falls Ihnen aufmerksam, wie Sie sind, aufgefallen ist, wie häufig diese Frage hier mit Farbe heute hier im Plenum vertreten ist. Es spricht Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Der investive Teil dieses Bundeshaushaltes ist, ist das gut investiertes Geld. Das schafft die Zukunft unseres Landes und Perspektiven. Und das machen wir mit diesem Bundeshaushalt. Die Ampelkoalition stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das haben wir bewiesen eben mit dem Beschluss zum Bürgergeld, der gut ist. Das ist ein guter Beschluss für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Wir organisieren Unterstützung für private Haushalte und Unternehmen. Der Abschlag im Dezember ist genau das, was wir jetzt kurzfristig wirksam auf den Weg bringen. Und die anderen Dinge werden noch in diesen Sitzungswochen vor Weihnachten auf den Weg gebracht. Genau diese Komplexität dieser Sachen braucht eben auch diese Zeit, damit es gelingt. Wir werden aber auch sehr positive Impulse für Investitionen in den Unternehmen setzen und vor allen Dingen die Modernisierung der Infrastruktur nach vorne bringen. Gerade was den Bereich der Fachkräftesicherung angeht, gibt es eine Verstärkung der Aus- und Weiterbildung. Gerade auch für den Bereich des Handwerks, wo dringend Fachkräfte gesucht werden, werden die Ausbildungsmöglichkeiten finanziell unterstützt. Wir werden eine Absicherung der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, gerade mit dem Mittelaufwuchs in der Industrieforschung, aber auch in dem Bereich CIM, das Programm, was sehr innovativ in den letzten Jahrzehnten etabliert ist, sind Mittel noch mal zugeflossen. Gerade der Mittelstand wird hier eine Innovationsförderung bekommen, die ihn auch stärkt. Und auch die Sicherung der Kaufkraft wird nicht nur durch das Bürgergeld, sondern auch mit der Stärkung von dem Mindestlohn, von Renten, von Kindergeld und anderen Dingen und auch die Option, die klug war, 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei als Instrument zu etablieren, werden die Tarifpartner aufnehmen. Das schafft Kaufkraft und stärkt unsere Wirtschaft. Meine Damen und Herren, auch zukunftsweisende Branchen wie zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft mit dem IPSEI, was wir haben, also ein besonderes Investitionsvolumen für die Gesundheitswirtschaft, wird genau dieses innovative Umfeld schaffen, was wir benötigen, und auch die Luft- und Raumfahrt. Dort sind wir Motor der europäischen Raumfahrt, etwas, was wir wirklich mit Inhalten noch mal erfüllen. Herr Spahn, das sind Inhalte, das sind konkrete Dinge aus dem Bundeshaushalt. Was Sie in 5 Minuten hier geschafft haben, war nur Kritik, nicht ein inhaltlicher Punkt aus der Union. Sie machen das noch nicht so lange, vielleicht kommt ja da auch noch was. Die US-Regierung will ihre Inflation mit einem Milliardensubventionsprogramm bekämpfen, dem sogenannten Inflation Reduction Act. Diese Milliardensubventionen sind enorme Steuervorteile in den USA, und sie werden natürlich auch Einfluss haben auf Investitionsentscheidungen der Unternehmen hier in Deutschland. Und deshalb brauchen wir eine Antwort darauf. Herr Bundeswirtschaftsminister, wir müssen darüber nachdenken, wie wir darauf reagieren. Nächste Woche ist EU-Kommissar Breton hier in Berlin. Wir haben
Gelegenheit, im Wirtschaftsausschuss mit ihm darüber zu diskutieren. Und ich finde, dass wir mit den Instrumenten auch darüber nachdenken müssen, mit einem zum Beispiel etablierten Industriestrompreis die Basis für industrielle Produktion in Deutschland zu sichern, bessere Abschreibungsmöglichkeiten und mit einer klugen Standortpolitik dem was entgegenzusetzen. Herr Merz hat am Mittwoch in seiner Rede gesagt, Zweifel und Bedenken hat die Union. Wenn man sich den Haushalt anguckt und die Politik der Ampel wirklich mal ernsthaft bewertet, komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Die Regierungskoalition modernisiert unser Land. Sie spannt Schutzschirme auf zur Überwindung der Krise, sorgt für gute Investitions- und Standortbedingungen, schafft Perspektiven für alle Menschen in unserem Land und sorgt für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Das sind alles gute Gründe, zuversichtlich zu sein. Herzlichen Dank und Glück auf. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Ralf Lenkert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Fast 40 Cent kostete eine Kilowattstunde Strom an der Börse genau vor einem Jahr. Da gab es noch keinen Krieg gegen die Ukraine. Heute sind es 10 Cent weniger. Im Juni 2019 stand Deutschland dreimal kurz vor einem Blackout. Schuld waren nicht die erneuerbaren Energien. Verursacher waren jeweils Spekulanten an der Börse. Die Linke lehnt Börsenregulation ab, weil sie uns gefährdet. Was vielleicht den einen oder anderen irritiert, wir sind auch für Wohlstand, für alle. Aber wir sind dagegen, dass einige wenige den Wohlstand für sich beanspruchen und dadurch die Mehrheit der Menschen verarmt. Und die Börse ist ein Instrument, mit dem bei Naturkatastrophen, bei Kriegen oder durch Marktmanipulation der Wohlstand der Mehrheit zerstört wird. Und die Bundesregierung? Sie sieht zu. Sie schnürt unzureichende Entlastungspakete, statt auf die geniale Idee zu setzen, Spekulationsgewinne einzukassieren mit einer echten Übergewinnsteuer. Und mit Preiskontrollen Wucherpreise zu beenden. So schlägt es die Linke vor. Und egal, wie die Ampel die Bremsen nennt, es bleiben nur kosmetische Eingriffe, mit denen sie letztlich die Börse und nicht die Menschen schützen. Ihre Milliardensubventionen fließen durch die Hände der Menschen in die Taschen der Konzerne. Und dagegen und immer wieder fordert die Linke eine Vergesellschaftung der Energiewirtschaft. Und damit bleiben Energiekosten bezahlbar. Damit wird Versorgungssicherheit gewährleistet und damit sichern wir letztlich eine klimaneutrale Energiewirtschaft. Und kurzfristig, liebe Bürgerinnen und Bürger, fordern wir bezahlbare Energiekontingente und monatliche Direktzahlungen an alle Haushalte von 75 Euro je Haushalt plus 50 Euro je Person in jedem Monat. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Hagen Reinhold. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Debatten wie die um Costco in den letzten Wochen zeigen, dass endlich in der Regierung, durch die Regierung, auch erst recht durch das Wirtschaftsministerium, aber auch in der Bevölkerung, in der Wirtschaft eine wichtige Debatte begonnen hat. Eine Debatte um strategische Abhängigkeiten, um Rohstoffsicherheit, um die Verfügbarkeit von Produkten, aber auch um die von strategischer Infrastruktur. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das für uns? Aber auch darum, was für Fähigkeiten es eigentlich in einem Land braucht, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich bin froh, dass wir das begonnen haben und weiterführen werden. Und wir erkannt haben, dass die Sicherung von Wohlstand und von Arbeit auch davon abhängt, welche Fähigkeiten in diesem Land verfügbar sind. Und viele Antworten darauf bietet der Haushalt des Wirtschaftsministeriums. Ich nehme mal die strategische Abhängigkeit Energie. Ja, wir nehmen jetzt 200 Milliarden Euro in die Hand, um für kleine mittelständische Unternehmen, für die Menschen in diesem Land Energie bezahlbar zu machen. Aber es steht eben zum Beispiel auch in diesem Haushalt drinne, eine Studie zu erarbeiten, wie wir eigentlich Tanker für LNG, für Wasserstoff in der Zukunft für unser Land sichern können. Warum? Weil wir erkannt haben, dass Länder wie Katar,
nicht nur Energie besitzen, sondern sich 60% der Tankerbaukapazitäten weltweit in den nächsten Jahren schon gesichert haben. Und der Preis von Energie sich eben nicht nur zusammensetzt aus der Verfügbarkeit von Energie, sondern auch dem Transport. Und deshalb, Herr Mattfeld, kann ich gar nicht verstehen, dass Sie sagen, die Ampel reagiert viel zu spät und auch noch falsch. Denn gucken wir uns die Vergangenheit an, da ist zu wenig geschehen worden, passiert in diesem Land, diese Fähigkeiten in Deutschland zu erhalten. Ich erinnere daran, wie uns die Solarbranche abhanden gekommen ist. Ich erinnere daran, wie die Windkraft gelitten hat in diesem Land. Wenn weitere Fähigkeiten in diesem Land abhanden kommen, dann werden wir Wohlstand und Zukunft und Arbeit in diesem Land nicht sichern. Darauf gibt dieser Bundeshaushalt deutliche Antworten. Wir werden die Energiesicherheit in Deutschland gewährleisten, indem wir Energie umstellen. Auch das braucht Fähigkeiten, unter anderem in der maritimen Industrie. Wir brauchen Errichterschiffe für Offshore-Windkraftanlagen, Kabelverlegeschiffe und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass nicht nur die Politik, die kann es nicht alleine richten, sondern auch Wirtschaft und Bevölkerung erkannt haben, das kostet auch was und ich muss was dafür tun. Die Bundesregierung, die öffentliche Hand, muss erkennen, dass es wichtig ist, in Europa, in Deutschland, Industrie zu stärken, indem ich Produkte hier abfrage und nicht in Asien kaufe. Gott sei Dank haben wir eine Debatte um eine neue China-Strategie, die uns zeigt, wie die Abhängigkeit zu Asien ist. Aber auch die Wirtschaft muss erkennen, dass es wichtig ist, in Europa, in Deutschland Fähigkeiten vorzuhalten. Und dabei unterstützen wir sie bei der maritimen Wirtschaft zum Beispiel. In diesem Jahr, im nächsten Jahr 2023, 62 Millionen Euro. Über 50 Milliarden mehr, Millionen nochmal mehr für Verpflichtungsermächtigungen 24 bis 27. Um Forschung und Entwicklung voranzutreiben und Fähigkeiten in Deutschland zu erhalten, die es dringend braucht, Wohlstand und Arbeit in diesem Land zu sichern. Die letzten Worte will ich für die Energieterminals aufbringen, weil auch das Lob von der CDU wahrgenommen, es einen Unterschied macht, wie wir das Energiebeschleunigungsgesetz aufgesetzt haben. Sie haben versucht, Planungsbeschleunigung per Gesetzeskraft bei einzelnen Vorhaben durchzusetzen. Wir haben die Bürokratie abgebaut, wonach die Wirtschaft seit Jahren schreit. Weil wir nämlich die Verfahren vereinfacht haben im BImSch, im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. Wir haben nur eine Rechtsinstanz bis zur Sicherheit geschaffen. Das ist eine Entbürokratisierung, die wir geschaffen haben und nicht wie Sie die letzten Jahre per Gesetzeskraft verordnet, welches Infrastrukturprojekt entsteht. Das macht den Unterschied zu dieser Ampel. Wir entbürokratisieren und schaffen Zukunft. Sie haben es anders probiert. Das hat nicht funktioniert. Deshalb ist diese Fortschrittskoalition genau die richtige für dieses Land. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz. Nächster Redner Andreas Jung, stellvertretender Parteivorsitzender CDU/CSU und Klima- und Energieexperte. Planungsbeschleunigung auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Durch Planung per Gesetz, Legalplanung, das haben Sie ja in Ihrem Ampelkoalitionsvertrag, zum Beispiel bei einigen Schienenverkehrsprojekten oder aber so, wie es jetzt bei den LNG-Terminals angegangen wurde. Wir freuen uns darüber, dass es so schnell gegangen ist. Aber ich sage Ihnen dann auch, machen Sie es doch jetzt auch bei den anderen Dingen. Machen Sie es bei den erneuerbaren Energien, machen Sie es bei den Stromtrassen, machen Sie es bei der Wasserstoffinfrastruktur, machen Sie es bei der Verkehrsinfrastruktur. Deutschland muss insgesamt schneller werden und deshalb muss dieses Verfahren jetzt stilbildend werden, wenn Sie das so aufgreifen. Unsere Unterstützung haben wir dafür. Wir fordern das hier und heute. Und dann, Herr Kollege Junge von der SPD, wenn Sie unsere Arbeit hier als Seitenlinie bezeichnen, als Seitenlinie, sagt es wenig aus über die Union, aber viel über Ihr grundlegend falsches Verständnis von parlamentarischer Demokratie. Ja, ja, ist Ihr Parteifreund Franz Müntefering, der sagt, die Opposition ist Mist. Ich sage Ihnen, Mist ist Biomasse. Aus Biomasse kann man was Gutes machen, zum Beispiel neue Energie. Und in diesem Geiste gehen wir unsere Arbeit hier an. In diesem Geiste machen wir eine konstruktive Oppositionsarbeit. Und das will ich Ihnen an ein paar Beispielen verdeutlichen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Beim Osterpaket, Herr Minister Habeck, da haben wir nichts hier vorgeschlagen, was irgendwas gebremst hätte. Wir haben nur Vorschläge gemacht, die beschleunigt hätten. Sie haben abgelehnt, zweimal, unseren Vorschlag Steuerfreiheit für private PV-Anlagen. Zweimal abgelehnt. Wir haben es ein drittes Mal beantragt. Dann haben Sie es übernommen. Und es ist ein richtiger Schritt. Und deshalb ermuntere ich Sie. Sie haben es zweimal abgelehnt, unseren Antrag,
die Registrierungspflicht für PV-Anlagen in dieser Krise auszusetzen. Die muss ausgesetzt werden. Da liegen überall im Land große PV-Anlagen, die könnten jetzt ans Netz gehen, aber die werden nicht angeschlossen, weil Sie nicht bereit sind, auf die Registrierungspflicht zu verzichten, Herr Habeck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das für richtig halten, dass in dieser Krise Sonnenenergie, die eingesetzt werden könnte, nicht eingesetzt wird, weil Sie diesen Antrag ablehnen. Wir werden ihn in der nächsten Sitzungswoche ein drittes Mal stellen. Es wäre klug, wenn Sie es noch mal angucken. Wir werden darauf drängen, weil wir brauchen jetzt alle Möglichkeiten der Energieerzeugung, gerade auch das, was auf unseren PV-Anlagen, mit unseren PV-Anlagen möglich ist. Dann haben Sie jetzt einen Vorschlag vorgelegt zur auch rückwirkenden Abschöpfung von Erträgen bei den erneuerbaren Energien. Herr Minister, was Sie hier vorgelegt haben, ist eine erneuerbaren Bremse. Da droht ein Kollateralschaden für die Energiewende. Es werden schon jetzt Investitionen zurückgestellt. Im Übrigen, weil über den Standort gesprochen wurde und hier gesagt wurde, ein Standort würde schlecht geredet, nicht wegen Redebeiträgen aus der Opposition, sondern wegen dieser Ankündigung aus der Bundesregierung, werden jetzt Investitionen in PV, in Windkraft zurückgestellt. Die Bioenergie soll neu gedeckelt werden. Nehmen Sie diese Pläne zurück. Herr Minister, die Wortwahl wird Ihnen vielleicht nicht gefallen. Aber machen Sie es wie bei der Gasumlage. Diese erneuerbaren Bremse muss weg. Weil es drum geht, ja, aber dann beraten Sie es doch mal. Das ist doch jetzt in der Regierung hier vorgeschlagen worden. Ich nehme wahr, Kritik aus der SPD an dem Vorschlag der Regierung. Nehmen Sie es zurück. Das beschädigt die Energiewende. Wir müssen sie aber beschleunigen. Und das muss man sich mal genau angucken. Da soll jetzt rückwirkend eingegriffen werden. Rückwirkend. Rückwirkung ist Abwürgung. Das beschädigt das Vertrauen in solche Investitionen. Es sollen nicht etwa tatsächliche Gewinne, sondern vermutete Erträge abgeschöpft werden. Es gibt jetzt namhafte Juristen, die sagen, das ist vermutlich verfassungswidrig, EU-rechtswidrig. Es ist aber vor allem politisch verrückt. Und deshalb muss es geändert werden. Wir brauchen jetzt doch gerade eine Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Steinkohle wird völlig ausgenommen und die Bioenergie soll neu gedeckelt werden. Die muss da raus. Wir müssen doch jetzt in dieser Krise alle Möglichkeiten gerade der Bioenergie nutzen. Und deshalb ändern Sie diese Pläne. Wir drängen darauf. Wir brauchen jetzt die Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die darf nicht gedeckelt werden. Und der Bundeskanzler hat dazu etwas Entlarvendes gesagt in seiner Rede in dieser Woche. Er hat gesagt, die Zukunft der Energieversorgung, das ist Wind, Sonne und grüner Wasserstoff. Den zweiten Satz hat er nicht dazu gesagt, aber der spiegelt sich in ihrer Politik wider. Eben nicht Bioenergie, eben nicht Geothermie, eben nicht die Wasserkraft. Und wir drängen darauf, dass das alles in der ganzen Breite gemacht wird, dass die Wasserstoffstrategie nicht verschoben wird, wie durch Ihre Entscheidung der Ampel in dieser Woche. Ein Jahr wird der Bericht zur Wasserstoffinfrastruktur verschoben, statt die Dinge jetzt zu beschleunigen. Zu negativen Emissionen haben Sie einen Satz im Koalitionsvertrag, aber keine einzige Initiative, um mit CCS, mit CO, mit Abscheidung von Kohlendioxid die Weichen zu stellen, dass wir Klimaneutralität mit Reduktion der Emissionen und mit Abscheidung gemeinsam erreichen bis 2045. Das ist Ihre Aufgabe. Entsprechen Sie den Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz. Statt es aufzuweichen, legen Sie Ihre Programme vor, legen Sie die Initiativen vor. Wir drängen darauf. Der Wirtschaftsminister lässt sich durch diese Rede nicht provozieren, liest weiter vor sich hin. Nächste Rednerin in der Debatte ist Katrin Uhlig für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir alle wissen, wie ernst die aktuelle Lage im Energiebereich ist. Wir müssen neben Maßnahmen zur Absicherung der Versorgungssicherheit und zur Abmilderung der Energiekrise parallel aber auch weiterhin alles dafür tun, unsere Energieversorgung und unsere Wirtschaft klimaneutral auszurichten. Erneuerbare Energien schützen nicht nur unser Klima, sie machen uns auch unabhängig von fossilen Importen und sorgen für bezahlbare Energiepreise.
Neben dem rechtlichen Rahmen, bei dem wir mit dem Osterpaket im Sommer einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, ist es deshalb wichtig, auch mit diesem Haushalt die richtigen Weichen zu stellen. Ich freue mich deshalb sehr, dass es im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, den Bereich Klima und Energie noch mal zu stärken. Denn in diesem Wandel liegt doch eine Chance. Eine Chance für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie, für uns alle. Eine Chance für mehr Wertschöpfung und neue Märkte. Eine Chance für bezahlbare Energiepreise durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Eine Chance, uns unabhängiger zu machen von fossilen Importen und unser Klima zu schützen. So wird die Energiewende die Grundlage ist für den Wandel in der Wirtschaft. So gibt es im Handwerk und bei den KMUs die Macher der Energiewende. Der Kollege Westphal hat das eben schon angesprochen. Sie bauen Solaranlagen auf Dächer, installieren klimafreundliche Heizungssysteme und treiben den Umbau einer klimafreundlichen Produktion voran. Deshalb müssen wir dringend dem Fachkräftemangel gerade im Handwerk entgegenwirken und stellen deshalb zusätzliche Mittel für ein Qualifizierungsprogramm für die Wärmewende bereit. Und um den klimafreundlichen Umbau gerade auch bei kleinen und Kleinstbetrieben voranzutreiben, sieht der Haushaltsentwurf nun ein neues Förderprogramm für KMUs vor, das gerade kleine Betriebe dabei unterstützen soll, ihre Produktion klimafreundlich auszurichten. Neben dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren und dem klimafreundlichen Umbau unserer Wirtschaft wird allzu oft vergessen, und Herr Jung bei Ihnen in der Rede eben auch, dass wir auch Energieeffizienz und Energieeinsparmaßnahmen stärken müssen. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung ein Energieeffizienzgesetz angekündigt hat, das diesem zentralen Thema endlich einen klaren Rahmen geben soll. Denn gerade Energieeffizienzmaßnahmen führen zur Energieeinsparung und zur Optimierung von Prozessen und bieten gleichzeitig eine Chance für innovative Ideen und neue Märkte. Auch im Haushalt haben wir deshalb diesen zentralen Punkt für die Energiewende aufgegriffen und flankieren die kommenden Regelungen mit Mitteln für Energieeffizienzberatung. Sehr geehrte Damen und Herren, die aktuellen Herausforderungen sind gerade im Energiebereich viele. Dieser Haushalt ist ein wichtiger Schritt, Ihnen entgegenzutreten und uns ein gutes Stück weiter in Richtung Klimaneutralität zu bringen. Wenn wir diesen Weg konsequent fortsetzen und diese Chance ergreifen, profitieren wir, Herr Kollege Mattfeld, nicht nur als Wirtschaftsstandort Deutschland davon. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Steffen Cottré. Steffen Cottré ist der energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Habeck, Sie haben jetzt hier die vollen 8 Minuten dafür verwendet, über Probleme zu reden, die ohne Ihre Politik nicht in diesem Maße da wären. Klimahysterie brauchen wir nicht, denn wir haben Zeit, unsere Gesellschaft resilienzfähig zu machen gegenüber der Klimaänderung. Energieverknappung hätten wir nicht, wenn wir Kohle verstromen würden, wenn wir Kernenergie entsprechend ans Netz bringen würden und wenn wir russisches Gas endlich hier zu uns bekommen würden. Energieverknappung wäre dann passé und die Preise würden sinken. Ganz einfach. Und die Inflation wäre nicht so hoch, wenn Sie die EZB auffordern würden, seriöse Geldpolitik zu machen. All das machen Sie nicht. Schade. Das schadet unserem Land. Aber was Sie machen eben, ist leider den Finger ins Ausland zu zeigen, auf die schlimmen Dinge in der Ukraine, ja. Aber das hat nicht die Probleme bei uns verursacht, Herr Minister. Nein. Meine Damen und Herren, vor 110 Jahren ist die Titanic untergegangen, berauscht von der Überzeugung der Machbarkeit ihrer Technologie, wurden vielfältige Warnungen vor Eisbergen in den Wind geschlagen, Funksprüche informierten über Packeis und einem riesigen Eisfeld, doch Kapitän und Offiziere hielten stramm Kurs und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Und genauso ist es heute mit der Energiewende ins Nichts. Geht es geradewegs in die Insolvenz
Deutschlands in den Untergang unseres Wohlfahrtsstaates. Und wie im Fall der Titanic gibt es heute Warnungen zuhauf. E.ON-Chef Birnbaum zum Beispiel prognostizierte schon vor einem Jahr, dass wir in diesem Winter mit Abschaltung ganzer Städte rechnen können. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe äußerte sich ähnlich, um nur diese beiden zu nennen. Und wie bei der Titanic fahren die Verantwortlichen weiter munter, volle Kraft voraus, Kurs aufs Riff. Großunternehmen setzen sich ab, sehen keine Zukunft mehr in einem von linksgrünen Ideologen, Betonköpfen und Politikpfuschern regierten Deutschland. Wer seine Produktion nicht verlagern kann, wie zum Beispiel der Mittelstand, erlebt eine Pleitewelle sondergleichen. Der Mittelstand, der aus eigener Kraft lebt und deshalb politisch unabhängig ist, der war globalistischen Diktatfreunden schon immer ein Dorn im Auge. Der Mittelstand soll geschwächt werden, damit die Klaus-Schwab'sche Umgestaltung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft in die Planwirtschaft weitergehen kann. Meine Damen und Herren, das steckt dahinter. Und auch Sie, Herr Minister Habeck, Sie haben den Fahrplan doch leider in Richtung Vergangenheit. Sie wollen sich um coole Sachen kümmern, wie Sie sagen. Und wofür wollen Sie denn diese Steuergelder da ausgeben? Für Batteriezellen, für Elektrolyse, für Sonnen- und Windstrom. Also alles Techniken aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert. Alles Techniken, die lebenslang nicht ohne Subventionen auskommen können, meine Damen und Herren. Kaum ein Wort zu zukunftsweisender Industrie und Dinge, die Zukunft schaffen. Meine Damen und Herren, diese Bundesregierung hat fertig. Die Feststellung von Stefan Cottré von der AfD. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz. 14,57 Milliarden hat Robert Habeck zur Verfügung. Das sind 3,1% des Gesamthaushaltes immerhin. Andreas Mehltretter jetzt für die SPD-Fraktion. Herr Cottré, die einzigen, die Volldampf mit der Titanic auf den Eisberg zufahren, das sind Sie beim Thema Klimaschutz. Olaf Scholz hat bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh sehr deutlich eingefordert, wir brauchen mehr Tempo und mehr Ehrgeiz beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Mit diesem Vorsatz sind wir als Ampel angetreten. Und diesen Vorsatz setzen wir um. Das zeigt nicht zuletzt der Haushalt, den wir heute beschließen werden. Meine Damen und Herren, natürlich bildet der Haushalt die aktuelle Krisensituation ab und ermöglicht uns, dass wir entschlossen gegen die hohen Energiepreise vorgehen. Wir haben letzte Sitzungswoche die Dezemberhilfe beschlossen, die Sie, Herr Spahn, vorher leider vergessen haben. Heute beschließt das Kabinett den Gesetzentwurf für die Gas- und Strompreisbremse. Aber neben diesen kurzfristig notwendigen Maßnahmen schaffen wir es natürlich trotzdem, unseren Fokus auf Klimaschutz und Energie zu legen. Zusätzlich zu all den Entlastungsmaßnahmen müssen wir gleichzeitig genauso dringend auch die Weichen für unsere Energieversorgung der Zukunft stellen. Wir müssen schnell weg von Kohle, Öl und Gas. Wir brauchen eine nachhaltige und sozial gerechte Energiewende. Und wir müssen die Industrie erfolgreich dekarbonisieren. Nur wenn wir der Welt zeigen, dass dieser Weg gut funktioniert, haben wir noch eine Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Meine Damen und Herren, viele der notwendigen Maßnahmen brauchen aber entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen, damit sie auch umgesetzt werden. Diese Rahmenbedingungen schaffen wir mit dem Haushalt, den wir heute beschließen. Die Ausgaben, die wir dort vorsehen für den Klimaschutz, sind gut angelegtes Geld, weil wir es in eine klimaneutrale Zukunft investieren. Investitionen in CO2-freien Strom sind ein zentraler Baustein. Dekarbonisierung bedeutet aber auch Investitionen in eine andere Mobilität, in energieeffiziente Gebäude und in grüne Produktionsprozesse. 35 Milliarden Euro werden wir nächstes Jahr dafür aus dem Klima- und Transformationsfonds bereitstellen. Wir gehen damit alle wichtigen Bereiche an, in denen wir schnell Emissionen einsparen müssen. 16 Milliarden Euro sind für mehr Effizienz und mehr Erneuerbare im Gebäudebereich vorgesehen. 4 Milliarden geben wir für Elektroautos und zusätzliche Ladesäulen aus. Mit 2,2 Milliarden Euro unterstützen wir klimaneutrale Industrieprozesse und mit 1,2 Milliarden Euro den Einsatz von grünem Wasserstoff.
Aber auch viele kleine Projekte, die wir im Klima- und Transformationsfonds finanzieren, helfen, die Energiewende voranzutreiben. Das neue Aufbauprogramm Wärmepumpen mit 15 Millionen zum Beispiel. Der Klima- und Transformationsfonds steht bei der Finanzierung des Klimaschutzes im Mittelpunkt. Aber auch im eigenen Haushalt des Klimaschutzministeriums setzen wir wichtige Schwerpunkte. Wir stellen fast 700 Millionen Euro für die Energieforschung und die Reallabore der Energiewende zur Verfügung. Für den Klimaschutz und den Schutz der Biodiversität im Ausland sind es 710 Millionen. Und für den internationalen Aufbau der Wasserstoffwirtschaft können wir die nächsten Jahre fast 4 Milliarden Euro fest verplanen. Und wenn Sie, lieber Herr Jung, den Irrsinn fordern, Mittel für den internationalen Klimaschutz zu streichen, brauchen Sie sich über schlechte Bewertungen Ihrer Oppositionsarbeit leider nicht wundern. Meine Damen und Herren, mit dem Haushalt untermauern wir unseren Weg zum klimaneutralen Wirtschaften, zur klimaneutralen Mobilität und zum klimaneutralen Heizen. Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Entlastungen, das bringen wir mit diesem Haushalt alles zusammen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Olaf Inderbeek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nach intensiven Beratungen schließen wir nun den Einzelplan 09 für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es liegt ein Haushalt vor, der einerseits die Schlagkraft unseres Wirtschaftsstandortes und Mittelstandes erhält und andererseits wichtige Impulse beim Klimaschutz und bei Innovationen setzt. Im Haushalt liegt ein besonderer Fokus auf der Sicherung der Energieversorgung. Hier wird gezielt investiert, um die Energiesicherheit in Deutschland in diesen und in den kommenden Wintern zu gewährleisten. Die neuen LNG-Terminals, die in Rekordzeit errichtet werden, und ich finde 194 Tage in Wilhelmshaven wirklich beeindruckend. Ja, da dürfen wir, glaube ich, auch mal klatschen. Das ist aber nur ein Beispiel, wie wir die Bundesmittel gezielt und unbürokratisch einsetzen und investieren. Und obwohl wir die Energieversorgung sicherstellen, werden wir nicht alle gestiegenen Belastungen als Staat abfedern können. Neben den Bürgern und dem Mittelstand werden wir vor allem die energieintensive Industrie aber spürbar entlasten können. Das ist gut. Wir stellen sicher, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten bleibt und weiterhin gestärkt wird. Wir sorgen weiterhin dafür, dass durch Umschichtung beim Investitionsprogramm deutlich stärkere Anreize für mehr Klimaschutz in der Industrie gesetzt werden. Denn viel mehr als staatliche Vorgaben brauchen wir die Innovationskraft der deutschen Industrie für echten, wirksamen Klimaschutz. Unsere Aufgabe als Deutscher Bundestag gemeinsam mit der Bundesregierung ist es, hier für optimale Rahmenbedingungen zu sorgen. Und diese Innovationskraft brauchen wir auch für den internationalen Klimaschutz, denn andere Staaten können genauso von neuen Technologien profitieren. Hier müssen wir auch den Handel deutlich vorantreiben. Mit der Internationalen Klimaschutzinitiative unterstützen wir zudem auch Entwicklungsländer bei Maßnahmen zur Biodiversität, denn das ist unsere Verantwortung, wobei natürlich immer die Überprüfung der Maßnahmen erforderlich ist und bleibt. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Wasserstoffstrategie, die ebenfalls in diesem Haushalt verankert ist. Wir nutzen auch hier die Chancen der Globalisierung und stellen uns auf den schnellen Hochlauf von Wasserstoff ein. Denn dabei dürfen wir unter keinen Umständen den Anschluss verlieren. Hier müssen wir, wie gerade schon angesprochen, mit der EU zügig Antworten auf den Vorstoß aus den USA finden. Und zu guter Letzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die Energiewende umzusetzen, brauchen wir vor allem aber Menschen. Menschen, die anpacken. Wir haben bereits jetzt einen massiven Fachkräftemangel, und deshalb ist es gut, dass wir auch die berufliche Bildung im Handwerk mit diesem Haushalt stärken. Die Handwerkerinnen und Handwerker sind die Klimaschützer unserer Zeit. Sie verdienen nicht nur unsere Wertschätzung und Unterstützung, sondern wir werden dafür sorgen, dass es zukünftig noch viel mehr von ihnen gibt.
Dieser Haushalt ist geprägt von Weitsicht und Fortschritt. Und genau das brauchen wir nicht nur in diesen herausfordernden Zeiten. Vielen Dank. Olaf in der Beek war das für die FDP. Der nächste Redner hier am letzten Tag der Haushaltsdebatte zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz ist Hans-Jürgen Durs für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei den Haushaltsberatungen im März hat Wirtschaftsminister Habeck kritisiert, in Deutschland würden sich die Menschen nur noch bewegen, wenn sie einen finanziellen Klops auf den Hintern bekämen. So sehr würde die Wirtschaft übersubventioniert. Dieser Haushalt hat ein noch höheres Niveau. Doch was dem Haushalt fehlt, ist eine klare Prioritätensetzung Richtung Zukunft. Als Union haben wir Ihnen in den Haushaltsberatungen ein Angebot zur Prioritätensetzung unterbreitet. Denn wir haben Ihnen Vorschläge für ein Wachstumspaket vorgestellt, das die Angebotsseite in den Blick nimmt. Denn wir wissen doch, in Deutschland werden die Energiepreise nicht mehr auf das Niveau von vor der Ukraine-Krise zurückfallen. Und deswegen müssen wir in anderen Bereichen umso besser werden, um die Wettbewerbsfähigkeit international auch wieder herzustellen und zu erreichen. Neue Ideen und Reformbereitschaft spiegelt dieser Haushalt aber viel zu wenig wider. Wer mit den Unternehmern in unserem Land spricht, der hört vor allem drei Themen, mit denen sie sich tagtäglich intensiv auseinandersetzen, die sie umtreiben. Das ist zuallererst das Thema Inflation und Energiepreise. Zum Zweiten ist es das Thema nach wie vor Lieferketten. Und zum Dritten der Mangel an Fachkräften, mittlerweile im Grunde in allen Branchen. Während die Ampel die Wirtschaft bei den ersten Entlastungspaketen komplett vergessen hat, haben wir als Union konkrete Vorschläge dazu vorgelegt. Und Priorität Nummer eins muss sein, die Belastungen der Wirtschaft müssen gesenkt werden. Seit Monaten fordern wir ein Belastungsmoratorium. Eine Zeit lang haben wir das auch von der FDP gehört. Bisher allerdings Fehlanzeige. Helfen würde auch die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Es ist mehrfach in der Debatte angesprochen worden, im Zusammenhang mit LNG-Terminals hat das sehr gut funktioniert. Aber wir brauchen es eben auch in sämtlichen anderen Bereichen. Und die drastische Reduzierung der Bürokratie, davon hören wir und sehen wir im Regierungshandel sehr, sehr wenig. Und schon heute ist klar, dass wir zum Ende des Jahres das Ziel, nämlich sämtliche Verwaltungsdienstleistungen, knapp 600, zu digitalisieren, in Deutschland meilenweit verfehlen werden. Die Unternehmen in unserem Land, gerade die kleinen und mittelständischen, die brauchen dringend Entlastungen. Und dann müssen wir die Weichen auf Zukunft stellen. Und das passiert zu wenig in diesem Haushalt. Wir müssen bei der nächsten Welle technologischer Innovationen unbedingt mit dabei sein. Und da ist es sehr bemerkenswert, dass der Minister als Beispiel für Zukunftsfähigkeit in diesem Haushalt ausgerechnet die Cloud-Technologien und die digitalen Technologien anspricht. In beiden Bereichen wurde der Haushaltsentwurf gegenüber dem Vorjahr deutlich gekürzt, in einem Fall sogar um 50% gekürzt bei den Cloud-Infrastrukturen. Und dann, ja, das sind genau die Zahlen des Haushalts. Und dann haben wir Anträge dazu gestellt, genau zu diesen Themen. Und im Anschluss wurde im einen Fall zumindest ein klein wenig und im anderen Fall deutlich die Haushaltspositionen aufgestockt. Das spricht eindeutig dafür, Sie sollten sehr viel öfter die Anträge der Union nicht nur lesen, sondern ihnen auch zustimmen. Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Natürlich geht es aktuell vor allem darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Es muss aber auch darum gehen, die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. Und das schafft dieser Haushalt nicht. Vielen Dank.
Hans-Jürg Durs hat noch einmal angesprochen, dass vor allen Dingen für den Mittelstand was getan werden muss. Die Union hat auch einen Änderungsantrag dazu und fordert unter anderem berufliche Bildung für den Mittelstand, Lehrlingsunterweisung dort einen zusätzlichen Titel von 75 Millionen Euro aufzusetzen. Lena Werner jetzt für die SPD. Und trotz der vielen Entlastungspakete, die BürgerInnen und Unternehmen entlasten, hat die Regierung es geschafft, einen Haushalt aufzustellen, der zeigt, dass wir nicht nur kurzfristige Krisenbewältigung beherrschen, sondern auch langfristig zukunftsfähige Voraussetzungen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. Und genau da unterscheidet sich nämlich auch die Wahrnehmung. Und darauf werde ich jetzt darauf eingehen, wo wir zukunftsorientiert investieren werden. Wir können nämlich auch Fehler korrigieren. Denn vor ein paar Monaten habe ich genau hier über die Wichtigkeit der europäischen Projekte gesprochen und betont, dass wir uns weiter am wichtigen Zukunftsprojekt IPCI Health beteiligen müssen. Und genau das ist uns jetzt in diesem Haushalt gelungen. Damit können wir an die bereits bestehenden erfolgreichen Projekte anknüpfen und gemeinsam in Europa wichtige neue Impulse in der Gen- und Zellforschung vorantreiben. Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema, für das ich mich als Berichterstatterin stark einsetze, ist der Bereich Games. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass der Topf für alle für die Förderung ausgeschöpft war. Und das zeigt, wie gut das Programm angenommen wird und dass der Bedarf in Deutschland da ist. Aber gleichzeitig ist klar, dass die Förderung weiterlaufen muss, um in dieser wachsenden und umkämpften Branche auf dem europäischen, aber auch internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher freue ich mich sehr, dass es kurzfristig gelungen ist, hier die Mittel noch einmal kräftig zu erhöhen. Das ist ein starkes Signal an eine innovative und enorm zukunftsfähige Branche, die Wertschöpfung betreibt und Fachkräfte mobilisiert. Vielen Dank daher an die Kollegin Anna Kasautzki und den Kollegen Frank Junge für die gemeinsame Arbeit und die Unterstützung von diesem wichtigen Projekt. Auch im Tourismus konnten wir noch mal weitere wichtige Mittel organisieren. Vor der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses hatten wir bereits einen Mittelaufwuchs von 4,6 Millionen Euro für die Deutsche Zentrale für Tourismus erwirken können. Und es freut mich ganz besonders, dass jetzt noch weitere 1,5 Millionen Euro dazukommen. Damit steigt das Budget der DZT auf 40,6 Millionen Euro für das Jahr 2023. Und damit können wir die Potenziale des stark gebeutelten deutschen Tourismus weiter stärken. Auf der ganzen Welt vermarktet die DZT die Vielfalt des Tourismuslandes Deutschland. Und zu dieser Vielfalt zählt insbesondere ein nachhaltiger Tourismus. Denn unsere Hotels, Gastronomien, Freizeitparks, die Veranstaltungswirtschaft und viele weitere Unternehmen investieren viel Herzblut und finanzielle Mittel in einen nachhaltigen und umweltverträglichen Tourismus. Diese Anstrengungen erstrecken sich über viele Bereiche, die Identifizierung von CO2-Einsparpotenzialen, die Stärkung des ländlichen Raums und der damit verbundenen Erschließung neuer touristischer Potenziale und dem Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Die DZT trägt dafür Sorge, dass auch international eine entsprechende Sichtbarkeit für den nachhaltigen Tourismusstandort Deutschland geschaffen wird. Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und klimaneutrales Reisen sollen mit einer Reise nach Deutschland in Verbindung gebracht werden. Es soll zu unserem Markenkern werden und unseren Tourismus zukunftsfähig machen. Hier kann die Tourismusbranche als Impulsgeber und Katalysator für weitere wirtschaftliche Branchen in Deutschland dienen. Und zum Abschluss meiner Rede würde ich gerne noch kurz auf das Ahrtal eingehen, weil in dieser Woche öfters negativ darüber gesprochen wurde. Man kann in das Ahrtal reisen. Die Menschen dort freuen sich sehr auf Sie. Und Sie heißen Sie auch sehr gerne willkommen. Und deswegen mein Appell, fahren Sie gerne hin und machen Sie dort Urlaub. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte Wirtschaft und Klimaschutz Einzelplan 09 ist Robert Fahrle. Er ist einer von 6 fraktionslosen Abgeordneten. Im September ist er aus der Partei und der Fraktion der AfD ausgetreten. Einer von 5 Austritten schon in dieser Legislaturperiode bei der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Kern der deutschen Industrie und der Mittelstand wird von der Ampelregierung im Zuge der großen Transformation planmäßig ruiniert. Das geschieht auch ganz bewusst. Mir geht es darum, das dahinterstehende Geschäftsmodell der künstlich herbeigeredeten Klimakrise aufzuzeigen, denn Klimaschutz ist bei Ihnen nur der Deckmantel für Ihre wirklichen Ziele.
Erstens, Milliardäre und US-Hedgefondsmanager finanzieren Wissenschaftler für Auftragsarbeiten, die das Märchen vom menschengemachten Klimawandel überall hin transportieren sollen. Zweitens, dieselben Investoren finanzieren Lobbyorganisationen wie die Agora Energiewende, die diese Fake-Studien als Grundlage für ihre politischen Forderungen nutzen. In diesem Fall die Energiewende. Wiederum dieselben Investoren in den USA finanzieren sogenannte Klimaaktivisten wie Fridays for Future, Extinction Rebellion oder die letzte Generation, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und das Thema in den Medien dauerpräsent zu halten. Das Ziel ist dann erreicht, wenn dadurch staatliche milliardenschwere Investitionsprogramme ausgelöst werden, die für die Profite derselben Investoren sorgen. Und das ist Ihre Aufgabe, Herr Habeck. Wie weit der Einfluss dieser Investoren auf die Bundesregierung bereits vorangeschritten ist, zeigt sich an den Personalbesetzungen der grün geführten Ministerien. Annalena Baerbock hat die US-amerikanische Ex-Chefin von Greenpeace International, Jennifer Morgan, zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt gemacht. Robert Habeck hat fast die komplette Spitzenriege seines Ministeriums gegen Energiewende-Lobbyisten ausgetauscht. Den ehemaligen Direktor der Lobbyorganisation Agora Energiewende hat Habeck zum Staatssekretär ernannt. Frau Helga Bartsch war zuletzt für den größten US-Vermögensverwalter BlackRock tätig und soll künftig Chefökonomin bei Habecks Ministerium werden. Dazu zitiere ich aus der März-Ausgabe des Manager-Magazins. Zitat: Die Protagonisten der Ökoprotestbewegung halten nun die Macht in der Hand. Die Rebellen sind jetzt Regenten. Er, der grüne Staatssekretär Sven Giegold, will die soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards in die ökologisch-soziale Marktwirtschaft Robert Habecks umbauen. Der Umbau der Volkswirtschaft wird Verlierer haben, Gewinner und Supergewinner, Großprofiteure der Staatsmilliarden. Zitat Ende. Die grünen Minister sind somit die Handlanger der Großprofiteure der Energiewende, die sich den Staat als Selbstbedienungsladen über Zuschüsse, Investitionen und milliardenschwere Programme sichern, während umgekehrt die traditionellen Industrien, die Automobilindustrie, die Chemieindustrie und andere Industrien praktisch gezwungen werden, dieses Land zu verlassen, weil die Energiepreise für sie nicht mehr bezahlbar sind. Und das kostet Hunderttausende Arbeitsplätze. Sie, Herr Habeck, sind ein Deindustrialisierungsminister, der die Exportnation Deutschland auslöschen soll. Vielen Dank. Robert Fahlund, schön eingefangen von unserer Regie. Der zuständige Minister, der ja hier auch mehrfach Adressat war, der Rede von Robert Fahle, fraktionsloser Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Nächster Redner in der Debatte, Timon Gremmels für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Fahle, für diese kruden Verschwörungstheorien hätten Sie gar nicht aus der AfD-Fraktion austreten müssen. Das passt da ganz hervorragend zu. Mehr muss man an dieser Stelle dazu nicht sagen. Ja, wir beraten heute den Einzelplan 09, das Budget des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich finde, diese beiden Themen, Wirtschaft und Klimaschutz, Energiewende, das gehört zusammen wie, ja. Nein, mir ist was eingefallen, das ist aber unparlamentarisch. Das passt hervorragend, weil genau so geht Energiewende. Wir wollen natürlich unser Wirtschaftssystem umbauen. Wir wollen es nachhaltig machen. Wir wollen es resilient machen. Wir wollen es zukunftsgerichtet ausbauen. Das ist die Aufgabe, die unsere Generation jetzt hier hat. Ein Weiter-so wird sozusagen uns in den Abgrund führen. Und das wäre verantwortungslose Politik, wenn wir hier auf die Kolleginnen und Kollegen der CDU und anderen hören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen haben wir richtige Weichen gestellt. Der Fokus war jetzt immer auf LNG-Ports, auf Gaseinspeicherung, auf Verträge, auf Atomkraft. Wir haben viel zu wenig darüber hier geredet, was diese Regierung gemacht hat, um die erneuerbaren Energien voranzubringen. Das EEG 2023 ist das modernste und fortschrittlichste Gesetz, was dazu führt, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schnell voranbringen, zügig voranbringen. Wir werden den Zubau von Windkraft, von Photovoltaik, von Biomasse stärken und ausbauen. Wärmepumpen auch. Was mir und uns jetzt aber wichtig ist,
dass wir möglichst viel der industriellen Wertschöpfung für diese Bereiche in Deutschland halten und auch wieder ansiedeln. Das ist nämlich moderne Industriepolitik. Und deswegen brauchen wir eine europäisch abgestimmte Antwort auf Bidens Inflation Reduction Act. Das ist notwendig, weil wenn wir jetzt nicht schnell solche Antworten geben, werden Unternehmen abwandern, weil die Dinge, die da aus den USA kommen, so spannend und interessant sind. Und ich fand das ja ganz interessant, als Herr Merz in seiner Rede hier zur Generaldebatte auch auf den Inflation Reduction Act eingegangen ist, das als vorbildlich bezeichnet hat. Spannend nur ist, dass sozusagen die Union gegen den Klima- und Transformationsfonds klagt. Das passt doch alles nicht zusammen, weil da stecken genau auch ein Teil der Mittel drin, die wir für diesen Umbau der Industriegesellschaft dringend brauchen. Das, was Sie machen, ist inkonsequent, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union. Ja, und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir bei dem Gesetzesentwurf, der ja heute im Kabinett und dann in den nächsten Wochen im Bundestag, in den nächsten beiden Wochen beraten und verabschiedet wird, zur Gas- und Strompreisbremse, der richtig und wichtig ist. Aber wir müssen hier die richtigen Signale aussenden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir Signale aussenden, dass die Unternehmen und die Branchen, die wir brauchen, um die Energiewende hinzukriegen, die erneuerbaren Energien, dass die Signale bekommen, dass sozusagen hier übermäßig Gewinne abgeschöpft werden. Und deswegen müssen wir klugerweise und richtigerweise darüber nachdenken, ob es nicht Mittel und Wege gibt, wie eine Reinvestitionsquote zu verankern. Darüber sollten wir noch mal in den nächsten zwei Wochen wirklich unsere Köpfe zusammenstecken, weil sonst ist es das falsche Signal, was wir senden. Oder wir müssten auch darüber nachdenken, ob wir nicht die Vergütungssätze im Bereich Photovoltaik, den sogenannten atmenden Deckel, auch wieder anheben, weil gerade die Kosten steigen. Und es wäre doch wirklich nicht vermittelbar nach außen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck da auf einem guten Weg ist. Der Roundtable, den Sie am Montag zum Ausbau der Produktionskapazitäten für die Energiewende auf den Weg gebracht haben und wo Sie die ersten Ergebnisse verkündet haben, ist vielversprechend. Wir müssen da vielleicht noch ein Stück schneller werden. Ich weiß, Ihr Ministerium arbeitet an der Kapazitätsgrenze, aber wir müssen jetzt schnell Antworten darauf finden, damit wir möglichst viel der Wertschöpfung der erneuerbaren Industrien in Deutschland und Europa halten. In diesem Sinne, Glück auf. Timon Gremmels für die SPD. Und die nächste Rednerin, die kennen Sie sicherlich noch, meine Damen und Herren, Anja Karliczek, ja, die gibt es auch noch von der CDU-CSU, ehemalige Bundesbildungsministerin. Und sie ist in dieser Legislaturperiode die tourismuspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Linda Werner war die Einzige, die die Branche mit 3 Millionen Menschen schon mal einmal erwähnt hat, nämlich die Tourismusbranche. Und ich bin in diesen Tagen sehr viel unterwegs in Hotellerie und Gastronomie, bei Reisebüros, bei Reisebusunternehmen, bei Tourismusverbänden vor Ort. Und ich höre überall, und deswegen sind diese 0,4% plus bei der Wirtschaftsleistung auch zustande gekommen, der Sommer war gut. Aber die Aussicht auf den Winter bereitet große Sorgen. Die finanzielle Lage nach den Corona-Schließungen ist vielfach bedenklich. Die Umsätze sind bei vielen immer noch geringer als im Vergleichsjahr 2019. Die Einkaufspreise explodieren übrigens nicht nur bei Gas und Strom. Fachkräfte werden händeringend gesucht, am Flughafen genauso wie im Gastgewerbe. Und deswegen ist eine gute Wintersaison für die Tourismusbranche von existenzieller Bedeutung. Und deshalb ist es maximal kontraproduktiv, wenn der amtierende Gesundheitsminister immer wieder Corona-Alarm schlägt. Denn Unwägbarkeit schädigt das Geschäft, dann fahren die Menschen woanders hin. Und das können wir, glaube ich, alle miteinander nicht wollen. Und weil diese Branche wieder mitten im Sturm steht, wäre es gut, wenn diese Regierung und die sie tragenden Fraktionen endlich begreifen, dass Planungssicherheit in volatilen Zeiten ein Wert an sich ist. Wir werden uns auf steigende Volatilitäten einstellen müssen. Und mehr Volatilität bedeutet, Unternehmer müssen flexibler reagieren können. Und deswegen sind mehr Vorschriften, mehr Regeln in diesen Tagen mehr Gift denn je. Lassen Sie Unternehmen etwas unternehmen, und dann werden Sie mit Unwägbarkeiten dieser Tage schon fertig. Die Branche mit ihren mehr als 3 Millionen Beschäftigten erwartet übrigens auch, dass Sie ihnen baldmöglichst mal etwas sagen zu der Entfristung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. Auch das ist Planungssicherheit in diesen Tagen. Der Bundeskanzler, der Finanzminister haben das mehrfach versprochen und bisher gebrochen.
Und damit erhielten zum Beispiel die Unternehmerinnen und Unternehmer, die genau in diesen Tagen mit jedem Euro kämpfen müssen, die Planungssicherheit, die sie brauchen, um mehr Mitarbeiter anzuwerben und auch weitere Investitionen gerade in das Thema Nachhaltigkeit tätigen zu können. Einen weiteren Punkt will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Frau Hedorfer, die Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus, hat in einer der letzten Anhörungen sehr gut beschrieben, worum es aktuell im Tourismus geht. Sie sagte, in Krisenzeiten werden Marktanteile neu verteilt. Der Kampf um neue zahlungskräftige Gäste ist weltweit und europaweit in aller Heftigkeit entbrannt. Rund um Deutschland investieren viele Regierungen massiv in den Ausbau ihrer Werbung für den heimischen Tourismus. Und mit knapp 6 Millionen Euro, Frau Werner hat es angesprochen, im nächsten Jahr für die DZT, wird Deutschland in diesem Wettbewerb nicht die Nase vorn haben. Sie haben damit den Haushalt mit dem Haushalt 23 immer noch nicht das Niveau von 2021 erreicht. Sie müssen klotzen und kleckern nicht in dieser Situation. Und Deutschland ist ein hoch angesehenes Reiseland. Kulturell, mit der Natur, kulinarisch. Aber was hilft das, wenn das am Ende viel zu wenige wissen? Wir brauchen gerade jetzt, wo alles teurer wird, die gut zahlende Kundschaft aus aller Welt. Und wenn Sie nur dort werben, von wo man mit Bus und Bahn nach Deutschland kommen kann, dann werden wir genau diesen Zug verpassen. Und dann kommt mir immer wieder das Zitat der DZT-Chefin in den Sinn: In der Krise werden die Marktanteile neu verteilt. Nur leider, Deutschland wird nicht der Profiteur davon sein, zum Leidwesen der vielen, vielen Menschen, die im Tourismus arbeiten. Anja Karliczek, die tourismuspolitische Sprecherin der Unionsfraktion und der letzte Redner hier zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz, kommt von der SPD. Hannes Walter ist stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 9 Monaten begann der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine. Seither sehen wir beinahe täglich, Russland lässt nichts unversucht, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Ob Gaserpressung, das Verbreiten von Fake News oder Cyberangriffe auf Unternehmen, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Sicher ist aber, unsere Gesellschaft ist stark. Unsere Wirtschaft ist resilient. Wir setzen uns mit der geballten Kraft unseres Landes für unsere gemeinsamen Werte und unsere Freiheit ein. Dem Einzelplan 09 kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Das sehen wir beispielhaft am Zukunftspaket zur Transformation der Raffineriestandorte Schwedt und Leuna. Damit sorgen wir dafür, dass Deutschland unabhängiger vom russischen Öl wird. Deshalb investieren wir in den nächsten 10 Jahren 375 Millionen Euro an Bundesmitteln in die Sicherung und die erfolgreiche Transformation der ostdeutschen Raffineriestandorte und Häfen. Darüber hinaus stellt der Bund 400 Millionen Euro zur Ertüchtigung der Pipeline Rostock-Schwedt zur Verfügung. Damit machen wir klar, wir lassen uns nicht erpressen. Wir machen uns unabhängig und wir investieren gleichzeitig in die Zukunft Ostdeutschlands. Wir sorgen dafür, dass Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden. Damit geben wir den Menschen Sicherheit, Sicherheit in herausfordernden Zeiten. Das Beispiel Schwedt zeigt, die Krise zu managen und unser Land dabei zukunftsfest zu machen, sind zwei Seiten einer Medaille. Heute legen wir den Grundstein für den Wohlstand von morgen. Und hier setzt die Ampel die richtigen Akzente. Wir investieren in die Innovationskraft unserer Wirtschaft. Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, brauchen wir innovative Unternehmen. Dem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, kurz ZIM, was schon mehrfach zu Recht Erwähnung gefunden hat hier heute, haben wir ein wichtiges Förderinstrument, um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Gerade weil es schon so oft hier erwähnt wurde heute, bin ich auch sicher, dass ganz viele von Ihnen auch Unternehmen in Ihrem Wahlkreis haben, die von dem ZIM profitieren können. Bei mir zum Beispiel ist es die Schönbronner Armaturen GmbH. Mit dem engagierten Geschäftsführer stehe ich regelmäßig im Austausch. Und genau solche Beispiele zeigen, dieses Programm ist erfolgreich, und das gibt dem Programm recht.
Ich bin daher froh, dass wir nach zwischenzeitlichen Problemen wieder mit voller Fahrt unterwegs sind. Die deutliche Erhöhung des Gesamttitels auf 700 Millionen Euro für das nächste Haushaltsjahr ist ein wichtiges Signal an unseren Mittelstand. Wichtig ist auch, dass wir die gute Qualität der dualen Ausbildung weiter investieren. Nicht erst seit diesem Jahr suchen Unternehmen in allen Regionen und Branchen händeringend nach Fachkräften. Gerade das Handwerk steht vor großen Herausforderungen. Dabei brauchen wir hier in Zukunft noch mehr gut qualifizierte Fachkräfte. Ohne sie werden wir den Strukturwandel und auch die Energiewende nicht schaffen. Es geht darum, Solaranlagen auf Dächern zu installieren, Heizungsanlagen in Wohnhäusern zu modernisieren und Gebäude effizienter zu machen. Als Handwerksbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion geht natürlich mein großer Dank auch an Frank Junge. Frank Junge hat immer einen wachen Blick für das Handwerk und setzt sich dafür in dem Haushaltsausschuss auch immer ganz hervorragend ein. Vielen Dank. Deswegen die Kürzung des Titels überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, wie ursprünglich im Haushalt vorgesehen, passt einfach nicht in unsere Zeit. Es ist richtig und wichtig, dass dieser Fehler im parlamentarischen Verfahren korrigiert wurde. Mit nun 70 Millionen Euro senden wir ein wichtiges Signal an das Handwerk. Wir meinen es ernst. Wir werden die duale Ausbildung stärken und wir sorgen weiterhin für eine gute Qualität der Ausbildung. Sie sehen, wir haben einen guten Haushaltsentwurf im parlamentarischen Verfahren noch besser gemacht. Jetzt haben wir einen Haushalt, der Sicherheit in schwierigen Zeiten gibt und gleichzeitig Investitionen in unsere Zukunft ermöglicht. Vielen Dank und Glück auf. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 09, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in der Ausschussfassung. Hierzu liegen ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU sowie ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD vor. Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 4554. Wer stimmt dafür? Ja, die CDU/CSU fordert mehr Geld für die berufliche Bildung und für den Mittelstand sowie für Fachkräftesicherung. Im September hatten wir einen Fachkräftemangel von 873.000 Menschen in Deutschland. Gut, der Änderungsantrag ist gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion und der Fraktion Die Linke. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktion und der AfD-Fraktion abgelehnt. Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 4555. Wer stimmt dafür? Die AfD wiederum will die Streichung einzelner Titel, unter anderem die Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen, weil hierdurch aktiv Menschen aus fremden Kulturkreisen zusätzlich zur bereits vorhandenen Migration zur Einwanderung nach Deutschland ermuntert würden. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan. Sie haben es noch mitgekriegt, wurde abgelehnt. Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Das ist jetzt die Abstimmung über den Einzelplan 09. 14,57 Milliarden Euro hat Robert Habeck im kommenden Jahr zur Verfügung. Angenommen.